Ja. Ich glaube, wir sind zu laut, aber ich muss ja jetzt den Hut aufziehen hier. Ich stelle mich mal hier vor. Moin, lieber Stream. Moin, liebe Hasis und Gäste und wer auch immer hier ist. Interessante Wahl der Prioritäten. Wir haben heute wieder einen Vortrag von der besten Community überhaupt, der Freifunk-Community. Seltsame Prioritäten. Dieser wird von JJX gehalten, unser Admin-Monster von der neuen schönen Freifunk-Domäne Fichtenfunk. Und er wird so ein bisschen erklären, wie das alles so zustande kommt mit diesem ganzen Netzwerk und so. Er wird es selbst erklären. Von daher genau. Viel Spaß. Jo, danke. Also ich hielt ja schon mal einen Vortrag, mit dem ich die ganze Weihnachtsfeier gesprengt habe beim letzten Mal. Insofern, wer wissen möchte, was dieses Freifunk eigentlich ist und wieso das so toll ist und so, der steigt einfach in eine Zeitmaschine und guckt sich die letzte Weihnachtsfeier an. Das heißt, da sage ich heute gar nichts zu, sondern heute wird es richtig langweilig, weil der Dan B. mich mal in einem ganz schwachen Augenblick, ich weiß nicht, ob ich was getrunken hatte, aber überzeugt hat, erzähl doch mal was zu dieser Technik hinter dem Freifunk. Finde ich ganz spannend. Ja, gucken wir mal, ob ihr das auch hinterher noch spannend findet. Was sagst du? Was schratze dich? Ja. Und ja, ich habe keine Notizen, steigen wir einfach mal ein. Es ist natürlich jetzt ganz weit unten, ich hoffe, jeder kann das sehen. Also diese Sache mit dem Internet, ihr sitzt ganz links, habe ich da auch eine Maus, mit der ich da rumwurschteln kann? Ja, da sitzt ihr irgendwie so. Damals, als es noch Röhrenbildschirme gab und so gerade eben DSL 2000 und wollt ins Internet und ruft mal irgendwie das Internet, also dieses Wölkchen hier, dazwischen euer Router mit so einer Pseudo-Firewall und irgendwo hinterm Internet. Also was von abrufen irgendwie. Und dann tippt ihr oben in eure Adresszeile ein www.u und wie das dann weitergeht, könnt ihr euch überlegen. Und das reicht im Prinzip die grüne Linie hier. Das ist die Anforderung, die durch die verschiedenen Medien geht. Also einmal vorne durch euer LAN-Kabel oder heute häufiger durch dieses WLAN-Kabel und bis zum Router. Und von da dann bei den einen durch die Zweidrahtleitung, die Telekom nicht selber gelegt hat, aber die mal der Staat gelegt hat oder die Post damals und die Telekom dann übernommen hat, bis zum D-Slam und dann durchs Telekom-Backbone und irgendwann kommt es dann am Server an und er sagt, ja Mensch, der will die Seite haben, dann schicken wir die nochmal zurück und dann geht es die grüne Linie wieder zurück. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache und ihr habt eine private IP-Adresse auf eurem Rechner hier und euer Router hat eine öffentliche nach außen und die wird auch hinterher auf dem Server, wenn er das denn lockt, gelockt. Auf jeden Fall ist sie für ihn der Anfragende. Ja, so fließt der Traffic dann. Wenn wir jetzt beim Freifunk das Ganze teilen wollen, haben wir es etwas komplizierter gemacht. Unten haben wir das Ganze immer noch, aber wir stellen jetzt unseren Freifunk-Router auf. Hier dieses Sendetürmchen. Schließen den zusätzlich an unseren heimischen Router an, also noch einen Stromverbraucher mehr, verbinden uns dann über dieses WLAN-Zeug mit unserem ganz nagelneuen Phone hier mit 7,5 Zoll Touchscreen, mit dem Freifunknetzwerk und wollen unsere Datenanfrage darüber schicken. Und wir haben ja in Deutschland die tolle Störerhaftung und deswegen wollen wir die Daten halt A, nicht direkt hier mit der IP-Adresse dieses Ziegel-Routers ins Internet schicken und B, wollen wir ja auch nicht, dass Leute, die hier auf dem Access Point draufhängen, einfach bei euch auf die Festplatte gucken können oder euren Netzwerkdrucker benutzen können oder was auch immer. Also lässt der Freifunk-Router seinen Datenverkehr gar nicht durch, sondern wickelt den in einen Tunnel ein, schickt den Tunnel über den Router, also der Tunnel ist dieses rosane hier, was man hoffentlich so halbwegs erkennt, schickt also durchs LAN-Kabel einen Tunnel, durch den Router bei euch zu Hause, Speedport, Fritzbox, was auch immer, schickt den dann in dieses Internet, von dem alle reden,
dann hin zu einem Server vom Freifunk Rheinland. Da werden die Daten dann aus dem Tunnel ausgepackt und werden dann wieder ins Internet geschickt und dann kommt die Anfrage hinter beim Server an. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Schritte mehr und das merkt ihr auch, wenn ihr dann aus dem Freifunknetz einen Ping macht, der braucht ein paar Millisekunden mehr. Ist halt einfach so. Ja, und im Prinzip, hallo, im Prinzip ist dieser Server dann das, was für jeden Freifunk-Client das, was normalerweise der Router für jeden Rechner im Netzwerk ist. Im Prinzip haben wir ein großes Heimnetzwerk, was da heißt Freifunk, wo alle aufeinander gegenseitig zugreifen können, was ein riesen Layer-2-Switch ist, nur dass der Router halt irgendwo fernab steht und ihr die einzelnen Geräte zum Router durchtunnelt. Die Tunnel werden aber halt nicht von den einzelnen Endgeräten aufgebaut, sondern von den einzelnen Freifunk-Routern, die wir da haben. So, das nochmal die Sache. Das Endgerät sagt also, wenn es sich einbucht, hallo hier, ich will mal eine per DHCP eine IP-Adresse beziehen. Das geht dann durch an den Supernode und der sagt dann, okay, hier kriegst du eine Adresse, schicke ich dir zurück. Ich bin dein Gateway, sagt er, und schickt einen DNS-Server, zum Beispiel diesen hier, den ja nie einer verwenden würde. Genau, das ist soweit vielleicht noch zu durchblicken. Wenn einer da Fragen hat, einfach kurz rein. Es wird aber noch komplizierter. Es war ja bis jetzt noch ein bisschen zu einfach. So sieht das mit diesem Internet aus, wenn man bei Unity Media ist. Also ich habe natürlich jetzt nichts gegen Unity Media gesagt, aber IP-Adressen werden ja seit einer Weile knapp, zumindest IPv4-Adressen. Und da hat sich Unity Media gedacht, Mensch, dann geben wir doch gar nicht mehr jedem eine IPv4-Adresse, kostet ja Geld das Zeug, sondern wir geben den Routern, hier ist er wieder, der Ziegelstein, eine IPv6-Adresse, eine öffentliche. Die verbinden sich dann für IPv4-Traffic, bauen die alle einen Tunnel auf zu einem Konzentrator und der macht dann das IPv4-Gateway und das sprechen über einen Tunnel und das wird genattet. Das heißt, ihr könnt keine Port-Forwardings mehr reinmachen auf IPv4 und die ganzen schönen Sachen fallen weg. Und die Technik nennt sich DS-Lite. Das mit den Port-Forwardings ist erstmal fürs Freifunk relativ egal. Was aber eine Rolle spielt, ist, wir haben hier schon den ersten Tunnel am Laufen. Wenn wir jetzt Freifunk darüber packen, dann kommt wieder das, was wir eben haben, und sprechen wir einen Tunnel über die Internetverbindung. Das heißt, wir haben jetzt effektiv hier unsere Verbindung, da läuft halt das Internet durch, IPv6 nativ, dann läuft ein Tunnel durch, in dem IPv4 ist und dann läuft dadurch ein Tunnel, in dem läuft Freifunk. Das heißt, wir haben Tunnel in einem Tunnel in der Internetverbindung. Wieso macht ihr nicht auch IPv6? Machen wir teilweise, funktioniert aber bei Unity Media nicht zuverlässig. Also das Problem ist, wir könnten das umschiffen, indem wir nur IPv6 sprechen. Unsere Supernodes können das durchaus. Das Problem ist aber, dass es dann teilweise wegbricht und dann funktioniert es halt gar nicht mehr. So, wenn wir jetzt den Traffic betrachten, dann kommt der päckchenweise. Und normalerweise hat so ein Päckchen, MTU ist einfach die Größe für so ein Päckchen, und normalerweise hat so ein Päckchen vorne ein bisschen was dran stehen. Das bin ich, da will ich hin und so ein Header. Und dann kommt da halt Nutzlast. Das heißt aber effektiv, dass nicht die ganze Paketgröße effektiv dafür genutzt werden kann, die Daten, die wir eigentlich transferieren wollen, dass man die transferieren kann. Das ist erstmal, wenn man so im normalen Internet oder in irgendeinem IPv4-Netzwerk unterwegs ist, nicht weiter schlimm. Ich packe meine Daten da rein und wenn das Päckchen voll ist, fange ich halt das nächste Päckchen an. Jetzt spricht Unity Media einen Tunnel. Das heißt, die nehmen unsere IPv4-Päckchen und müssen die komplett samt Header in die Nutzlast des übergeordneten IPv6-Päckchens reinpacken. Das heißt effektiv, dass das komplette DS-Lite-Tunnel-Package nicht mit Header nicht größer sein kann als nur der Nutzlastanteil des IPv6-Packages, was darüber liegt. Das heißt, unsere Nutzlast wird effektiv kleiner. Jetzt haben Leute gesagt, okay, wir sprechen im Freifunk auch diese Größe hier. Das ist irgendwie ein MTU von 1300
64 oder so die Ecke. Und dann haben wir sozusagen so viel rausgeholt, wie man rausholen kann aus einer Leitung mit nur einer Päckchengröße. Das hat aber den Nachteil, dass wir nur auf nativen Leitungen sprechen können, sprich nur auf solchen hier und nicht auf solchen, wo schon ein Tunnel draufläuft. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwo einer Freifunk an Unity Media zum Beispiel, aber das ist der verbreitetste Fall in Deutschland, angeschlossen hat, gesagt hat, ach ja, funktioniert, denn das erste Päckchen war noch nicht voll, da war irgendwie nur eine IP-Adresse abgefragt, das passte dann auch durch, dann hat mal einer eine Webseite aufgerufen, irgendwie ein Bild, dann passten die Päckchen nicht mehr durch, dann ist der Tunnel zusammengebrochen und dann war es das, dann war der Router wieder offline. Insofern haben wir uns entschieden, wir müssen unsere Päckchengröße ein bisschen verkleinern, unsere Päckchen dürfen mit Header nur so groß sein, wie die Nutzlast dieses Päckchens, was mit Header nur so groß sein darf, wie die Nutzlast dieses Päckchens. Also, ihr kennt das von irgendwelchen Kindergeburtstagen vor 20 Jahren, da war das dann mal lustig, hast so eine Kiste dahingestellt, irgendwie, weil Mutter eine neue Waschmaschine gekauft hat und innen drin war dann irgendwie so eine Tafel Schokolade oder so. Und das haben wir im Prinzip auch. Jedes Mal, wenn wir eine neue Kiste drum machen, muss die größer sein. Weil aber die größtmögliche Größe der größten Kiste vorgegeben ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kisten, die reinkommen, kleiner zu machen. Und wenn man dann so wahnsinnig ist und sagt, ich möchte aber nochmal schnell über das Freifunken VPN-Tunnel sprechen, zum Beispiel OpenVPN, kann schon mal passieren, wenn man irgendwas administrieren will oder wenn man sagt, ich will unverschlüsselten Traffic doch verschlüsselt übers Freifunk schubsen, dann muss man sehen, dass das OpenVPN-Package mal wieder kleiner ist, samt Header als die Nutzlast, der und ihre. Ne? Erzähle ich jetzt nicht nochmal. Und das führt dazu, dass ich dann mein OpenVPN in der Praxis mit einer 1000er MTU spreche. Das, auch unsere 1280er wird so in den Freifunkkreisen schon immer als Limbo-MTU bezeichnet, weil es ist einfach an der unteren Grenze von dem, was man so machen will. Warum eigentlich? Dadurch, dass wir die niedrige MTU fahren, verschenken wir ein bisschen was. Wenn ihr euch jetzt hier den DS-Lite-Block wegdenkt, weil ihr an einem nativen V4-Anschluss ohne irgendwelche Tunnelspäße hängt, dann packt ihr dieses Päckchen in diese Nutzlast rein. Und dann verschenkt ihr hier vorne die Breite dieses Headers im Prinzip. Und das heißt, dass ich dann aus einer 16.000er Leitung nicht mehr DSL 16.000 rausholen kann über einen Tunnel. Kann ich sowieso nicht, weil immer noch mal die Header vorne dran kommen. Wenn ich dann aber den Platz auch noch weglasse, dann verliere ich noch mal ein bisschen. Das heißt, man kann sich überlegen, machen wir Kompatibilität, machen wir Ausfallsicherheit oder machen wir möglichst hohe Geschwindigkeit auf dem Netz, was wir sprechen. Und früher wurde auf, wir machen hohe Geschwindigkeit gesprochen, also was heißt früher, Freifunk-Ruhrgebiet hat das so gemacht, die haben eine 1300 und ein paar zerquetschte MTU gefahren. Hier hängen auch noch Freifunk-Ruhrgebiets-Router rum, sind nicht alle umgeflasht und da war dann das Problem, das ging an DS-Lite-Anschlüssen einfach nicht, das funktionierte nicht. Wir haben uns dann, weil einfach zu viele nicht funktioniert haben, dafür entschieden, in der Domäne Fichtenfunk die 1280er MTU zu fahren. Was halt zur Folge hat, wer eine 16er Leitung hat, kriegt er über Freifunk irgendwie 12.000 durch. Ist halt Overhead ein paar Prozent, ist leider so an der 50er Leitung, wo dann ja auch nie 50 durchkommt, dann irgendwie so 46 oder so meine 50er Leitung, da kriegt dann über Freifunk so 38, 39 Mbit durch an Nutzlast. Ja, das ist die Sache mit der MTU. Jetzt haben wir mal geklärt, wie der Tunnel eigentlich funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert nach dem Tunnel. Dafür nochmal so das Schema. Oben haben wir halt unser Endgerät, diesmal ohne irgendwie uraltes Nokia-Handy, sondern einfach nur als Box. Dann spricht der seinen kompletten Traffic, gibt er an den Freifunkrouter ab, der baut diesen Tunnel auf. Wir sprechen dann nicht irgendwie OpenVPN oder so, sondern wir sprechen FastD. Das hat einer im Prinzip extra für Freifunk entwickelt. Baut verschlüsselte Tunnel auf, ist ein extrem schlankes Paket, denn wir leiden immer ein bisschen darunter, dass diese Freifunkrouter irgendwelche Kistchen sind, die du für 20 Dollar aus China kriegst und die dann 4 MB Flash haben und 16 oder 32 MB RAM. Das heißt, du musst wirklich um jedes Kilobyte feilschen, was da an Firmware draufkommt und was auch hinterher Fußabdruck im RAM macht, weil du sonst mit den kleinen Kisten nicht arbeiten kannst. Mit den großen ist das einfacher, aber die kosten mehr, die will dann sich nicht jeder hinstellen. Ja, da sprechen wir also FastD. FastD spricht UDP. Wir haben
leider Gottes kein Fallback-Mode für TCP. Und wir sprechen über Port 10.000. Das ist eigentlich relativ unproblematisch mit Port 10.000, außer irgendwer hat eine komische Firewall, wo der auch ausgehend belegt ist, aber in der Regel ist das ja nicht der Fall. Problematisch wird das, wenn einer sagt, ich hänge mal meinen Freifunk-Router an eine Fritzbox, an den Gastzugang, nach dem Motto, ist ja eine schlaue Idee, so ein Gerät in eine DMZ zu stellen, ist auch vielleicht wirklich eine schlaue Idee. Das Problem ist halt, dass die dann außer ein paar Web- und Mail-Ports nichts offen haben und dann funktioniert das nicht. Das heißt, wer das tut, sollte sich mal seine Fritzbox oder was er da verwendet genauer angucken und auch Port 10.000 durchschalten. Ja, die Sache mit dem UDP ist eigentlich auch unproblematisch, denkt man. Wer sich noch ans alte Hasi erinnert, wir saßen da mal eines Abends und auf einmal ging das mit dem Internet nicht mehr so richtig, weil jemand, der heute nicht da ist und sonst das mit dem Streaming macht, so drei Apple-Geräte auf dem Tisch hatte. Und die Dinger haben einfach mal krass UDP-Traffic gemacht. Und so der normale Billig-Router-Hersteller, der kümmert sich nicht um UDP-Traffic. Der bastelt irgendwie seinen Router, guckt, dass eine Webseite aufgeht und dann geht das Ding auf den Markt. Und wer richtig heavy UDP-Traffic macht, damit kannst du ein paar Router schon richtig in die Knie zwingen. Und das ist effektiv für uns ein Problem, denn wir machen richtig heavy Traffic. Wir streamen da nicht irgendwie nur komprimiert ein YouTube-Video drüber, sondern an einigen Knoten, wenn wir irgendwo in Flüchtlingsunterkünften versorgen, in Krankenhäusern, bei Kindergärten oder sonst was, wo dann haben wir eben 20, 30, 40, 50 Clients sind, die dann auch mal 10, 15, 20 oder auch 50 Mbit über Freifunk schieben, dann heißt das, da fliegen die UDP-Pakete tief und regelmäßig. Und das sorgt dafür, dass diese Router, die bei den Internetanschlüssen gerne mal dabei sind, einfach zusammenbrechen. Effektiv gibt es ein paar Speedports, ausgerechnet immer die moderneren, die nicht mehr von AVM gebaut werden, sondern von Arcadian Technology, die euren Kisten, die stürzen dann einfach ab. Da kommen dann so die ersten 50, 60 Pakete durch. Das kann man dann sich angucken mit Wireshark oder was man da gerade bevorzugt. Und dann ist Feierabend, dann bricht der Router weg. Kannst du einmal einen Stecker ziehen, wieder neu dran stecken und sagen, okay, hier kein Freifunk, der Router taucht leider nichts. Die nächste Sache ist, ja, ich habe schon genug eigentlich auf Unity Media rumgehackt, aber wir kommen immer wieder dazu. Wer dann bei denen ist, kriegt heute so ein blödes Modem, was er nicht austauschen kann. Ich glaube, gestern oder so hat der Bundesrat noch gesagt, ah, das mit dem Routerzwang oder Modemzwang, das wollen wir gerne behalten. Gucken wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall, du kriegst ein Technicolor-Modem und das stürzt auch regelmäßig ab. Das stürzt so regelmäßig ab, dass ein Kollege von mir, der erzählt hat, der hatte irgendwie auch eine Unity-Media-Leitung und hat sich eine Funksteckdose an sein Unity-Media-Modem gebaut, pingt raus, ob die Verbindung noch steht von einem VM-Cluster, den er eh laufen hat. Und wenn er nicht mehr läuft, macht die Funksteckdose aus, automatisiert und nach 10 Sekunden wieder an. Und das kommt dann nach seiner Aussage so 3 bis 5 Mal täglich vor. Also richtig, Freunde. Wer noch ein altes Unity Media Cisco Modem hat, zum Beispiel, weil er den Business-Tarif hat oder weil er einfach Glück gehabt hat, der hat dann die Freude, dass er erstens kein DLS-Lite hat, weil das Ding ja kein IPv6 kann und zweitens das Ding auch ein bisschen UDP-Traffic verkraftet und nicht ständig abschmiert. Ja, ups, das war jetzt nicht gewollt. Noch einen zurück. Da wären wir dann mit unserem Tunnel am Supernode. Wir haben momentan im Fichtenfunk zwei Supernodes, einmal den Fichtenfunk 01, einmal den Fichtenfunk 02. So ein Router hat immer beide eingetragen und jedes Mal, wenn er eine Verbindung aufbaut, würfelt er einfach aus, welchen er nimmt. Das heißt, mit einer 50% Wahrscheinlichkeit nimmt er den einen oder anderen, ist er nicht erreichbar, würfelt er neu aus und nimmt dann womöglich den anderen. Ich habe unseren Beispielrouter einfach mal mit dem 01er verbunden, wie gesagt, per FastD-Tunnel. Wenn ich jetzt Traffic habe, der wirklich bis ins Internet geroutet werden muss, dann geht das von dem, also der Supernode ist erstmal der Router für den Freifunkrouter, sprich, der hat einen DHCP-Server laufen, der die Adressen verteilt an die Clients und der ist dann verbunden mit einem Backbone-Server per Gray-Tunnel. Dieser Backbone-Server liegt, also das hier sind keine Blech-Server, sondern das sind virtualisierte Server und die liegen beide auf demselben Blech. Das heißt, der Freifunk Rheinland hat sich ein paar große Blech-Server im Rechenzentrum hingestellt beziehungsweise angemietet und auf denen dann virtualisiert und unsere Supernodes liegen dann jeweils mit
Supernodes von anderen Communities und mit dem entsprechenden Backbone-Node, hier der BBFFRG2-4, auf der entsprechenden Blechkiste. Und da sind wir dann im Endeffekt hinterher an drei Standorten, Düsseldorf, Frankfurt und in Berlin, angebunden an die große weite Welt. Fichtenfunk hängt, glaube ich, gerade an Düsseldorf und Frankfurt und nicht an Berlin. Ich kann aber auch falsch liegen, manchmal ändert sich. Und da haben wir dann Peerings mit unterschiedlichen anderen Internetanbietern, wie zum Beispiel 1&1 und so weiter. Denn erstmal hat man so ein abgeschlossenes Netz und muss sehen, dass man den Traffic durchkriegt. Und dafür braucht man halt Peerings zu anderen Anbietern. Und wenn man dann zu irgendeinem Anbieter, wo man Content abrufen will, kein direktes Peering hat, dann hofft man, dass irgendeiner der Anbieter, mit dem man Peering hat, ein Peering dahin hat, oder er mit jemandem ein Peering hat, der jemanden hat, mit dem man Peering hat, der damit ein Peering hat und so weiter. Ihr seht, das kann dann richtig lange Ketten werden und das dauert dann natürlich. Jeder Hop bringt da wieder ein paar Millisekunden zu. Das will man nicht unbedingt. Insofern hofft man, dass man da genügend und gute Peerings hat. Die zweite Sache ist, ein Peering ist auch irgendwo bandbreitentechnisch begrenzt. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, da steht ein Server aus dem Netz von Provider A und da steht ein Server aus dem Netz von Provider B, die sagen, wir peeren jetzt, jeder baut sich noch eine Netzwerkkarte ein, steckt da ein LAN-Kabel zwischen. Also teilweise gibt es dann echt Peerings mit 20 Mbit. Das ist natürlich Kindergarten, wenn heute Leute Leitungen haben, die fünffache Kapazität oder mehr haben. Mittlerweile, ich glaube vor 3-4 Tagen oder so, sind aber in Berlin mittlerweile 10 Gbit-Karten eingebaut worden und wir haben jetzt ein paar richtig große Peerings da gekriegt. Ja, und dann geht der Traffic hinterher in die weite Welt. Was wir hier noch sehen, ist diese gestrichelten Verbindungen. Jeder dieser Supernodes hat auch nochmal einen Grey-Tunnel zum Backbone-Node auf dem jeweils anderen Blech. Für den Fall, dass einer von denen ausfällt, kann er dann rüber switchen. Hatten wir die Tage noch, da ist der hier keine 2.4er, keine Routen mehr ins Internet geschafft. Das Management-System hat dann angeschlagen und gesagt, hör mal, da geht kein Traffic mehr drüber. Dann haben wir den Tunnel so lange runtergenommen, dann lief das Routing über diesen hier ins Internet und dann hat es wieder funktioniert. Und nach einem Tag stand dann der Lisa hier wieder stabil und dann war alles wieder in Ordnung. Ich sagte schon mal vorhin, das ganze Freifunknetz ist ein riesiger Layer-2-Switch. Jetzt haben wir natürlich so eine Multi-Stern-Struktur. Wir haben unterschiedliche Freifunkrouter mit unterschiedlichen Clients dran und die hängen an den unterschiedlichen Supernodes. Und ich könnte jetzt Daten darüber direkt verschieben, ohne ins Internet zu gehen. Zum Beispiel per Bonjour oder irgendwelche Dropbox-Sachen, die direkt gehen, WebRTC und was da noch alles kommt. Wenn ich natürlich jetzt sozusagen ich kann auch eine SSH-Session machen von einem Rechner auf den anderen, wenn ich aber von einem Client will, der sozusagen am ersten Supernode hängt, zu einem Client will, der am zweiten Supernode hängt, geht das erstmal nicht, bis wir dann hier Backbone-mäßig zwischen allen Supernodes, oder Backbone ist eigentlich falsch, ist ja die Mittelschicht, nochmal einen weiteren Fast-E-Tunnel haben. So, Port 10.000 ist natürlich falsch, ist 10.001. Fällt mir gerade so auf. Auf jeden Fall, dadurch können wir dann auch Traffic zwischen den beiden Supernodes hin und her schubsen. Ach ja, wir haben ein gutes Delay, ne? Das ist so. Ja. Sieht man hier dann nochmal, jetzt habe ich das Internet weggenommen, denn es hängt noch ein dritter Server drin, das ist unser Map-Server. Der macht die ganze Visualisierung, sammelt Daten ein und zeigt uns, wie das Netz dann hinterher aussieht. Der ist auch eingebunden per Fast-E-Tunnel an die beiden Supernodes. Wie das dann aussieht, wenn ihr das visualisiert, das sieht man jetzt richtig schlecht, aber kann man hier sehen, man sieht die zwei Supernodes, ich versuche da mal mit der Maus rumzuschubsen, da ist er, das ist der eine Supernode, das ist der andere Supernode, frage mich jetzt nicht, welcher ist, und man sieht so ganz viele dünne Linien, die laufen halt zu den einzelnen Uplink-Nodes, die irgendwo bei den Leuten auf der Fensterbank stehen, am DSL-Router und so weiter. Und das gibt dann diese Sternstruktur. Wir haben im Prinzip hier einen Mittelpunkt und wir haben hier einen Mittelpunkt und von denen aus wächst dann das Netz erstmal über die Fast-D-Tunnel bis zu den Leuten zu Hause und da bilden dann die Uplink-Router weitere Mittelpunkte. Zum Beispiel, haben wir mal gerade ein gutes? Ja, die Linien sind so dünn, ne? Aber hier,
Der Todesstern. Einer von diesen Routern, ich kann jetzt gerade nicht sagen welcher, hat halt den Uplink, baut den VPN-Tunnel auf und vermischt sich dann mit den anderen Routern, in dem Falle glücklicherweise per Kabel, und gibt denen dann das Internet-Signal weiter. Das heißt, wenn ich hier an irgendeinen Client an einem dranhänge, habe, dann geht das erstmal in den Router, an dem ich per WLAN-Interface dranhänge, geht dann über die Mesh-Verbindung zu dem Router, der entsprechend den Uplink hat, geht dann durch den VPN-Tunnel zum Supernode und geht dann entweder halt ins Internet rein, oder wenn ich zum Beispiel zu einem anderen Client hier will, dann geht es womöglich vom einen Supernode über den Tunnel zum anderen Supernode und springt dann wieder über den entsprechenden VPN-Tunnel zum entsprechenden Uplink und dann rüber zum entsprechenden Mesh-Partner und dann zum Client hin. Wie das eigentlich funktioniert, FastD ist so eine Tunnelsache, da kann ich Tunnel mitgraben von hier nach da, aber ich will natürlich, wenn ich mit allen verbunden sein will, und wir haben da mal eben 1000 Clients online, dann will ich ja nicht von jedem Client zu jedem Client eine Verbindung aufbauen müssen, und ich will auch nicht von den 300 Routern, die wir rumstehen haben, von jedem einzelnen zu den 299 anderen einen Tunnel aufbauen. Das würden die kleinen Plastikschachteln überhaupt nicht mitmachen. Und deswegen sprechen wir ein Protokoll, was sich Batman nennt, macht einen Punkt hinter jedem Buchstaben hier auf den entsprechenden Verbindungen. Das sprechen wir sowohl auf der Luftschnittstelle, sprich auf dem, was entweder Wi-Fi-Mesh-Ruhrgebiet bei den alten Routern in der Luft ist, oder als Mesh.4F, also FFFF. Das ist das Mesh, was wir sprechen. Und das sprechen wir dann auch drüber über die VPN-Tunnel hin zu den Supernodes, zwischen den Supernodes. Und das sorgt dafür, dass jeder mit jedem kommunizieren kann. Ich habe hier mal gerade den Auszug aus einem der Supernodes gezogen. Kann man jetzt leider nicht so gut sehen. Momentan sprechen wir Batman Version 2014.3. Sowohl zwischen den Router, zwischen den Supernodes als auch hin zu den einzelnen Nodes. Das kann man auch nicht mischen, das ist nicht unbedingt abwärtskompatibel zu den Batman-Versionen, die das Ruhrgebiet noch sprechen. Ja, ja. Hier sieht man dann, dass beide Supernodes aufgelistet sind als Gateway. Einmal der Fichtenfunk 01 in der oberen Zeile und darunter der 02er, und die announcen halt jeweils eine Bandbreite. Denn dieses Batman kann auch so ein bisschen schlau entscheiden, worüber es eigentlich den Traffic rausroutet. Und wir announcen jetzt eine exakt gleiche Bandbreite, weil wir auch zwei exakt gleich konfigurierte Supernodes da stehen haben, sodass das erstmal die Entscheidung, über welchen er rausgeht, nicht beeinflusst. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen was für den Datenschutz tun hier. Deswegen hier verschwommen. Das ist eine Tabelle, in der man einfach mal sehen kann. Die muss man jetzt nicht komplett durchlesen, aber da sieht man, wie die einzelnen Devices erreichbar sind. Man sieht hier immer die Next-Hop-Adressen. Das heißt, jeder ist erreichbar, aber nicht unbedingt direkt. Das heißt, ich muss vielleicht teilweise von dem einen Knoten erst über den anderen Knoten gehen, bis ich dann zu meinem endgültigen Ziel hinkomme. Das erkennt man dann hier ganz gut nach dem Motto, es geht erstmal zum Supernode Fichtenfunk 02, dann zum 01er, und dann erreicht er das. Das sind halt hier mit Next-Hop-Adressen, die sind da einmal aufgelistet. Das sind das Batman-Adressen oder sind das Mac-Adressen? Das sind, das sind virtuelle Mac-Adressen der Batman-Interfaces der beiden Supernodes. Vorne würden die bei Originator die Mac-Adressen sein von den einzelnen Clients, deswegen sind sie ausgegraut. Das wird aber auch nicht gespeichert, also das läuft halt einfach nur einmal durch und ist dann weg. Aber das muss ja keiner sehen, die Sachen. Ja, dann der Mesh-Viewer, den wir eben gezeigt hatten, also dieses wilde Graph-Zeug da. Die ganzen Daten müssen natürlich irgendwo herkommen. Dafür haben wir momentan einen Dienst laufen. Der heißt Alfred, macht wieder nach jedem Buchstaben einen Punkt. Und der ist irgendwas von wegen Almighty Facts, bla, Demon, keine Ahnung. Der liefert halt verschiedene Daten über die einzelnen Router ins Netzwerk rein, wie zum Beispiel den Namen, die MAC-Adressen der einzelnen Interfaces, die Koordinaten, wenn man die angibt, wo der steht, und die Tatsache, ob der einen eigenen Uplink hat, wie viele Clients der gerade hat, die CPU-Auslastung, solche ganzen Sachen. Hier sieht man zum Beispiel das Modell, das ist ein TP-Link-TL, WA901N Version 3, und steht an den Koordinaten.
sprich irgendwo in Halver, und fährt momentan Firmenversion 15.09. Das gibt er halt alles aus und die werden eingesammelt vom Alfred Master Knoten, das ist halt dieser Map-Server, den wir haben, und dann entsprechend ausgewertet. Das ist die einzige Form an Monitoring, die wir haben. Die Knoten erzählen uns halt irgendwas und wir müssen das dann glauben. Wir haben ja keinen Zugriff auf die Knoten der Leute. So, wäre ein bisschen blöd sonst auch. Ja. Ja, mal ganz dreckig die Liste von Firmenwest, die wir momentan fahren. Also Tatsache ist, jeder kann mit jedem sprechen, habe ich gerade gesagt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Netze ein bisschen schlecht skalieren. Das heißt, je größer so ein Netz wird und wenn jeder irgendwelche Neighbor-Solicitation-Sachen absendet und Multicasting anfängt und sagt, hallo, hier bin ich, hallo, ich habe eine Dateifreigabe, hier ist ein Dropbox und sonst was, dann belastet das Netz enorm. Denn jedes Mal gehen diese Daten von demjenigen, der es sendet, durch seinen VPN-Tunnel, entweder seinen direkten oder halt über Hops, bis er den nächsten hat, über den er gerade rausgeht, zum Supernode und von da dann über alle anderen VPN-Tunnel zu allen anderen Routern, die einen Uplink haben und da ins Mesh. Wir sprechen da vom Hintergrund-Traffic. Der war letztendlich unter anderem der Grund dafür, dass Freifunk-Ruhrgebiet bei 1400 Routern und 5000 Nutzern nicht mehr ordentlich funktioniert hat. An langsamen DSL-Leitungen überhaupt nicht mehr, an schnellen kaum besser. Also es war teilweise so schlecht, dass man nicht mal mehr auf dem DHCP-Request eine Anfrage gekriegt hat und ohne IP-Adresse und ohne Gateway und ohne DNS-Server ist das natürlich mit dem Internet alles nicht so schön. Der Plan, den dann das Freifunk-Ruhrgebiet hatte, war halt, wir splitten auf, wir machen einen Haufen kleine Subdomänen, um das wieder in ordentliche Größenordnung zu bringen. Und Fichtenfunk ist halt eine davon. Wir machen das halt irgendwo vom Märkischen Kreis und im Siegerland eigentlich so, bloß so ein bisschen drumherum. Gummersbach, Marienheide, zwei, drei Knoten in Gießen. Aber so im Größten ist es halt Märkischer Kreis und Siegerland. Und wir haben uns gesagt von Anfang an, okay, wir machen jetzt nicht eine große Firmware, haben dann in 5 Monaten wieder so und so viel 100 Router und so viel 1000 Clients und alles läuft wieder schlecht, sondern wir bauen mal gleich mehrere Firmwares, die sich einfach nur dadurch unterscheiden, dass sie unterschiedliche Supernode-Adressen ansprechen und dadurch hat man die Kollisionsdomänen klein. Also Kollisionsdomäne bezeichnen wir immer diesen virtuellen Layer-2-Switch. Und wenn wir sagen, wir machen einen für Siegen und wir machen einen für Altena und wir machen einen für Iserlohn und so weiter, dann haben wir da halt immer nur entsprechend 100, 150, 200 Router drin, halten den Hintergrund-Traffic klein. Das hat den Vorteil, dass wir mehr Nutzlast durchkriegen auf den Leitungen, dass die Router weniger belastet sind und dass das Netz sich halt ordentlich benutzen lässt und schnell anfühlt. Und das ist einfach unsere Liste ganz dreckig vom Server kopiert, die wir an Firmwares momentan pflegen, 21 Stück. Für jede Firmware bauen wir 5 Targets. Also wir bauen einmal für AR71 irgendwas Generic. Wir bauen einmal für einen MIPS-Chipsatz. Wir bauen auch Gluon. Also Gluon ist die Firmware, die wir verwenden. Eine angepasste OpenWRT-Version mit ein paar Paketen, komme ich aber gleich noch zu. Bauen wir auch noch für x86. Das heißt, man kann den VPN-Tunnel auch von einem uralten Laptop mit kaputten Bildschirm oder sonst was aufbauen lassen und dann richtig Daten durchschaufeln. Sprechen wir dann vom Offloader. Wenn man das zum Beispiel, ich habe es mal gemacht mit einem i5 mangels kleinerer CPU und habe dann über meine 50 Mbit Leitung 38 Mbit Freifunk-Traffic drüber geschoben und die CPU-Auslastung war irgendwo im Bereich 0, das heißt, da tun sie auch wesentlich kleinere Geräte. Ja, aber das bedeutet effektiv, dass wir 5 Bilddurchgänge für jede Firmware und jede Community machen müssen, mal 21. Ihr könnt nachrechnen, wir sind bei 105 Firmware-Targets, die wir bauen. Und jede Community sind, glaube ich, momentan 800 oder so MB an verschiedenen Image-Files, weil wir auch eine lange Liste an Routern unterstützen. Gerade TP-Link, die wir viel unterstützen, tut uns immer wieder den Gefallen, von einem Router eine neue Version rauszubringen. Kannst du hier nochmal einen Pfennig sparen oder da nochmal und die neue Version. Wieder 4 MB drauf. Insofern ja, ist da immer ein bisschen was zu tun. Kommen wir mal. Jetzt habe ich schon so viel gesagt, was eigentlich auf die nächste
Und ihr solltet nämlich die Firmware-Bäckerei, wir bauen halt aus dem in Lübeck entwickelten Gluon, bauen wir immer unsere angepasste Version. Eigen heißt, wir können uns aussuchen, welche Paketchen bauen wir eigentlich ein. Wir können sich so ein bisschen vorstellen wie Add-ons. Da haben wir mal so eine Liste von dem, was wir drin haben. Klar, das Batman-Paket ohne funktioniert Freifunk im Moment nicht. Das Alfred-Paket, was ich eben erklärt hatte zum Verteilen der Router-Statusdaten. Der Auto-Updater ist dann so das Paket, was immer guckt, ob neue Firmware da ist und die dann entsprechend installiert. Zum Auto-Update muss man auch noch sagen, das ist nicht einfach so, dass der Router dahergeht, guckt, ach, da ist eine neue Version, lade ich mir runter, installiere ich. Da könnte ja jeder kommen und Pakete installieren. Sache ist die, wir signieren die Firmware mit so ein paar elliptischen Kurven erstmal ein Ründchen. Die Firmware, die auf dem Router drauf ist, hat die Signaturschlüssel, die Public Keys drin, prüft darauf, ob die Firmware von den entsprechenden Leuten signiert ist. Und erst wenn das der Fall ist, lädt er sich die Firmware dann auch runter und installiert die. Ja, man kann auch gucken, also mit wie vielen Leuten man die signiert. Momentan haben wir einen Bedarf von einer Signatur, wollen das aber umstellen, vermutlich mit der nächsten Version, dass immer mindestens zwei Leute eine Firmware signiert haben müssen, damit falls, was hoffentlich nie vorkommt, weil alles Schlüssel und so, falls mal ein Build-Key wegkommt, nicht irgendwer doch eine Firmware bauen kann, die dann von den Routern akzeptiert werden würde. Ja, kommen auch immer so, je nach Version, mal ein paar neue Päckchen dazu. Momentan gibt es irgendwas zu denen zu sagen. In der nächsten oder übernächsten Version kommt zum Beispiel eine neue Statusseite. Also wer schon mal mit so einem Freifunk-Router verbunden war und dann auf die Seite des Routers gegangen ist, das geht ganz einfach über die Nextnode-Adresse 10.224.254.254 bei jedem Fichtenfunk-Router, der sieht dann so Sachen, mit welchen anderen der verbunden ist, wie lange der Fast-T-Tunnel schon steht und solche Informationen momentan einfach nur so dreckig als Text runter. Gerade ist was im Bau in schön grafisch und mit Ajax und bunt und alles ganz toll. Ja, das ist die eine Sache, wo wir einen Einfluss drauf haben, unsere Firmware anzupassen. Die andere Sache, wo wir nicht nur können, sondern auch müssen, ist die Siteconf. Da haben wir fest, welcher IP-Bereich wir eigentlich fahren. Also der Fichtenfunk-IP-Bereich, den wir zugewiesen bekommen haben, ist die 10.224. Und der entsprechende IPv6-Bereich steht darunter. Die sind eingetragen. Dann ist eingetragen die NTP-Server, wo sich die Router die Uhrzeit herziehen, kann ich vielleicht nachher mal was zu erzählen. Entsprechend die SSID, sprich unter welchem Namen wird das WLAN eigentlich bekannt gegeben. Früher haben die Leute das gerne mal angepasst nach dem Motto Siegen.freifunk.irgendwas oder so. Wir fahren aber mittlerweile in der kompletten Freifunk-Community in Deutschland zumindest mehrheitlich, nicht wirklich überall, aber einige. Man ist sich im Größten darüber einig und einige haben schon umgestellt, einfach nur die SSID Freifunk hat den Vorteil, egal in welcher Stadt man ist, man kann sich damit verbinden, beziehungsweise einmal eingestellt hat, verbinde dich doch automatisch, dann tut das Endgerät das auch. Festgelegt ist auch der Kanal. Bei uns wird momentan Kanal 3 gefahren. Es ist wichtig, dass alle Geräte auf demselben Kanal bleiben. Also man kann sich ja ruhig in sein Gerät rein SSH'en und Dinge ändern, wenn man dann aber den Kanal ändert, dann kann er nicht mehr mit den Geräten, die rundherum stehen, meschen. Das ist klar, weil die auf einem unterschiedlichen Kanal funken. Ja, dann die Mesh-SSID ist halt das zweite Netz, was wir aufspannen, worüber sich die Router untereinander vernetzen. Das heißt, im Fichtenfunk halt momentan Mesh.fffff und im Ruhrgebiet hieß es halt Wi-Fi-Mesh-Ruhrgebiet. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zwei unterschiedliche Communities nebeneinander stehen hat. Also im Prinzip ist das erstmal unproblematisch, außer der Firmware-Bauer hat Mist gebaut, denn dann vermischen die sich einfach und das will man nicht haben, weil dann die ganzen Anfragen des einen Netzes ja auch zum anderen Netz rüber sollen, die Supernodes aber nicht untereinander verbunden sind. Das heißt, irgend so eine kleine Plastikkiste auf der Fensterbank und die entsprechende zweite Plastikkiste von der anderen Domäne, mit dem die vermischt sind, soll dann den ganzen Ausgleich schaffen und die ganzen Daten rüberschaufeln und das geht massiv in die Buchse und sorgt für ganz lustige Gebilde auf dem Mesh-Viewer.
Aber wieso muss man das für zwei machen? Kann man nicht auf einmal einfach beide Mesh-Netze aufmachen und das in den Backup? Ja, du kannst zwei Mesh-Netze auf einmal aufmachen, aber die Frage ist ja, baut er auch zu zwei unterschiedlichen Supernodes die Tunnel auf? Also das Problem ist ja, dass du dann wirklich sozusagen zwei Layer, zwei Switche verbindest. Das passiert ja nicht allein davon, dass du zwei Mesh-Netze bei dir aufmachst. Ja, wenn du halt an beide rankommst irgendwo. Ach so, ja, klar. Dann kannst du das so mit einer Kiste springen. Ja, das ist klar. Ich meinte jetzt den Fall, dass du an der einen Hälfte, also sagen wir, am Fichtenfunk hängst du sowieso dran per VPN-Tunnel, also gar nicht per Wi-Fi, und dann hast du aber leider eine Mesh SSID auf Ruhrgebiet und dann schaffst du halt auch mit einer Kiste die Brücke. Und ja, schlaue Leute haben dann gesagt, dann passt man doch die Mesh SSID an, dann passiert das nicht mehr. Haben wir nicht bedacht, dass die Mesh SSID eigentlich nur ja, so ein Label ist, was da steht und wo keiner richtig drauf achtet. Denn was viel interessanter ist aus technischer Sicht, ist die Mesh BSSID. Wenn man die gleich hat, dann mescht das Zeug, völlig egal, wie das WLAN heißt. Und naja, das hat erstmal für ein bisschen Unfälle gesorgt, bis wir dann festgestellt haben, dass die Site-Config, die wir geliefert gekriegt hatten, eben diesen Fail drin hatte und dann die BSSID auch mal gewechselt haben. Ups, ja. Einen rüber. Ja, dann kann man auch so Sachen festlegen, wie halt, wenn man einen Router mit 5 GHz hat, kann man entsprechend dieselben Sachen festlegen. Unten stehen halt dieses Nextnode-Feature, damit man sich nicht die IP-Adresse des eigenen Routers aufwendig merken muss. Und wenn man dann runterscrollen würde, was auf diesem Screenshot gerade nicht so gut geht, dann sind da halt auch die Supernodes unten hinterlegt mit entsprechenden Keys. Moment, sorry. Die Supernodes hinterlegt und die entsprechenden Update-Server, inklusive der Signaturen für die Firmware-Builds. Mauszeiger. Hier. Ja. Dann noch so eine Kleinigkeit, was eigentlich mit dem Traffic los ist. Also wir hatten im Monat August so 5,1, 5,2 Terabyte Traffic, die wir im Fichtenfunk rausgeroutet haben. Also nicht Traffic, der irgendwo unterwegs war, sondern Traffic, den wir wirklich bis übers Backbone und ins Internet geroutet haben. Also Webseiten, E-Mails und diese ganzen Sachen. Im September war es dann schon irgendwas im Bereich 7 Terabyte. So die letzten 7 Tage hochgerechnet für den Oktober wären wir dann schon bei 11 Terabyte. Und dementsprechend gehen wir bei dem aktuellen Wachstum davon aus, dass wir gegen Jahresende 20 Terabyte im Monat ins Backbone routen müssen. Das bedeutet natürlich, wir brauchen auch ein bisschen dicke Server. Wer sich irgendwo einen V-Server für 12 Euro holt, der wird ziemlich schnell da reingeraten, was die Anbieter immer als kostenlose DDoS-Protection bewerben. Wir schmeißen nämlich wieder UDP-Pakete reichlich und erschlagen die normalerweise an, sagen, da ist uns jetzt zu viel los pro Sekunde und dann machen sie den Server dicht. Und dein Freifunk ist offline. Haben einige Communities auch leidvolle Erfahrungen mitgemacht. Deswegen haben wir ausschließlich selber virtualisiert auf Blechen. Und da hat man dann ein bisschen besser das im Griff. Ja, der Highscore liegt übrigens momentan, also wir haben uns mal gefragt, wo kommt der Traffic her? Den meisten Traffic macht wahrhaftig Siegen im Fichtenfunk. Das liegt aber weniger an dem einzelnen Siegen, der irgendwie riesig Traffic macht, sondern das liegt eigentlich nur an einer Sache. Nämlich die Flüchtlingsunterkunft an der Uni, ist ja eine von irgendwie aktuell 15 Flüchtlingsunterkünften, die der Fichtenfunk versorgt. Aber ich glaube auch so eine der drei größten. Und die machen 1,5 Terabyte Traffic im Monat. Mit immer rund 100 Nutzern. Ja. Ansonsten Fragen? Spenden, spenden, bitte ganz viel spenden. Ja. Der Verein bezahlt, also wer nichts mehr hat, hat er nichts mehr. Also wir haben momentan Spendenkampagnen auf Better Place laufen, das ist eine Spendenplattform, wo man dann halt sagen kann, wir brauchen so und so viel für folgende Sachen und da kann man dann hingehen und per PayPal, Überweisungen oder was auch immer spenden und da kommt auch schon was drüber zusammen.
Wie ist das Datenschutz? Hast du eine Datenschutzerklärung oder wie kriegt ihr Zugriff auf die Software? Also ich habe eine Datenschutzerklärung aus anderen Gründen, aber das wird gerade reformiert, dass nur noch Leute mit Datenschutzerklärungsserver warten dürfen. Mehr Fragen? Ja, wie spenden noch? Seid ihr gemeinnützig? Freifunk Rheinland ist gemeinnützig. Okay. Man müsste aber, Freifunk Rheinland ist die Adresse für die Spende. Es gibt, Freifunk Siegen ist kein Verein. Ne? Also nein, also Freifunk Rheinland finanziert ja das ganze Backbone. Das schluckt irgendwas im fünfstelligen Bereich jährlich. Die finanzieren auch die Bleche, auf denen dann die virtualisierten Supernodes für die einzelnen Communities liegen im Moment. Insofern nehmen die auch die Spenden gerne entgegen. Ja. Ja. Warum ist das so? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist in quasi bei jedem Router die Supernodes, diese Adressen, die auch so fest eingebacken und die Firmware unterscheidet sich quasi nur durch die Standardadressen, wo die quasi hin und sich verbinden. Habt ihr das richtig verstanden? Ja, genau. Na, hier war es auch. Also bei jedem Freifunkrouter steht drin, verbinde dich doch zu Fichtenfunk 01.freifunk.ruhr oder verbinde dich doch zu Fichtenfunk 02.freifunk.ruhr. Und eine andere Firma heißt, man hat da eine andere Adresse stehen für andere Supernodes und man hat eine andere Adresse für ein Update-Server stehen, damit die natürlich nicht irgendwann die falsche Firmware kriegen beim Update. Und jetzt sind zwei Fragen. Also warum kann man das, ihr habt da garantiert, wenn ich der Erste auf den Gang kommt, das irgendwie dynamisch zu machen. Und warum geht das nicht? Also, inwiefern meinst du dynamisch? Also könnte ich nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie, also ich suche mir einen von den, ich habe einen zentralen Name-Server, einen zentralen Server, und den fragt man an, ja. Bitte gib mir doch mal einen von diesen zwei. Und ja, das Problem ist halt, dass es ein riesen Switch ist. Die Supernodes, die ich dann erreichen will, die hängen dann auch im Backbone einmal zusammen. Und wenn ich jetzt zwei Router irgendwo auf der Straße stehen habe, der eine im einen Haus, der andere in anderen. Der eine verbindet sich sozusagen mit dem einen Supernode, der andere mit dem anderen und dann meshen die gleichzeitig, dann würde ich ja die beiden Supernodes bridgen. Die tauschen ja Informationen aus. Das ist ja die Idee dieses drahtlosen Meshs. Und in dem Augenblick hätte ich ja wieder die doppelt große Kollisionsdomäne, weil der eine sagt, ich habe hier übrigens gerade einen Haufen Pakete von allen meinen Clients und der andere sagt, ich habe die auch von allen meinen und dann hat hinterher jeder die von beiden und dann haben wir wieder die zu großen Aufkommen. Könnt ihr das nicht irgendwie mit Traceroot gucken, dass die nah aneinander sind irgendwie, also dass ich sage, ich kriege nicht zufälligen, sondern alle, die aus der Region kommen, kriegen den? Das ist ja das, was wir momentan statisch machen, dass wir sagen, irgendwie Stadt oder Landkreis sowieso kriegt zwei Supernodes und Landkreis sowieso kriegt zwei Supernodes. Dass sie dann entsprechend verbunden sind. Man könnte das jetzt dynamisch machen, aber so dynamisch entwickelt sich das Ganze auch nicht. Wenn wir heute in Siegerland irgendwie 150, 160 Router stehen haben, dann haben wir in zwei Wochen vielleicht 170 da stehen, aber dann haben wir in anderen Städten auch dasselbe Wachstum. Das heißt, es ist nicht so, dass sich über Stunden unterschiedlich das so verschiebt, dass man sagt, wir brauchen jetzt da aber drei Supernodes mehr und da fünf weniger. Also ich sollte aber, wenn ich umziehe, sollte ich meinen Router nicht mitnehmen oder dann sollte ich... Du kannst einfach die Firmware umflashen auf die der entsprechenden Region, damit er auch wieder mit den anderen mescht. Okay. Sonst tut er das nicht. Da haben wir drauf geachtet, damit es halt eben keine Brücken gibt. Wenn ich jetzt einen neuen Supernode, wenn wir einen neuen Supernode kriegen, müssen wir dann ein Update machen? Oder ja, der neue Supernode wird dann entsprechend mit seiner Adresse und dem entsprechenden Key für den Fast-Day-Tunnel in der Firmware hinterlegt und mit dem nächsten Update dann draufgeschoben. Aber Firmware-Update ist, ich sag mal, einmal die Firmware backen und dann ist das eine Sache von nachts mal eben. Man packt die rauf auf den Server, hinterlegt eine Datei, wo die Firmware-Modelle hinterlegt sind, signiert die und die Router fragen dann stündlich an, ist was Neues da? Und wenn sie dann feststellen, ist was Neues da, dann updaten sie. Das heißt, irgendwo innerhalb von zwei Stunden sind dann alle Router auf der neuen Firmware. Wir haben das vor, ich weiß gar nicht genau, zwei Wochen gemacht. Da haben wir von 15.07.1 auf 15.09 geupdatet. Und ja, das ging eigentlich reibungslos. Solange man den Auto-Updater aktiviert hat.
Da hinten ist noch eine Frage. Kannst du mir nochmal erklären, auf welchem, wie genau die Mesh-Kommunikation der Router abläuft und auf welchem Layer dann das Batman einsetzt? Weil eben klang das so, als würde Batman irgendwie auch über das gesamte VPN gesprochen. Ja, ist so. Nicht als reines, Meshing-Protokoll. Das Mesh geht auch übers VPN. Es wird nicht unterschieden zwischen WLAN und VPN. Ja, aber ich will jetzt nicht verstanden haben, ist Batman noch dazu da, hauptsächlich erstmal optimale Routen für Mesh-Netzwerke zu finden. Ja, und wir sind ein großes Mesh-Netzwerk. Ja, das ist ja ein bisschen geschummelt. Die Supernode ist ja ziemlich weit weg von mir, während der Nachbarscooter ziemlich nah dran ist. Und wenn ich das nicht verstanden habe, soll Batman doch genau irgendwie für solche, ja, für solche Meshs irgendwie das lösen. Ja, es kann ja auch passieren, dass du irgendwas, was an Supernode 02 hängt, in diesem Falle erreichen willst und deine Route dann nicht zum 01er geht und dann über den Tunnel zum 02er, sondern dass es einfach durch die Luft in der Nachbarschaft geht, direkt Richtung 02er, wenn das die schnellere Variante ist. Das heißt, in der Metrik, die du da hast, sind die Supernodes quasi am weitesten weg. Ja, sagen wir mal gleich weit weg. Aber die Problematik ist natürlich, wenn der VPN-Tunnel richtig mies ist, weil er gerade überbelastet ist, dann geht der Entfernung spielt erstmal keine Rolle. Ja, aber, die Frage ist, wie viele Pakete kriege ich durch und wie schnell, ja, klar, und wie viel Verlust habe ich. Das meinte ich. Und der misst den Paketverlust und wenn ich jetzt auf dem VPN-Tunnel einen hohen Paketverlust habe, weil er völlig überlastet ist, dann bevorzugt er halt den Wi-Fi-Link. Wenn der Wi-Fi-Link aber schlecht ist, weil da Bäumchen zwischen sind und er deswegen einen hohen Paketverlust da hat, dann bevorzugt er einen VPN-Tunnel. Und wir haben beides schon gehabt. Und es ist auch mal durch einen Ausfall künstlich, beziehungsweise nicht durch einen Ausfall, aber durch ein Problem künstlich, eine Route so schlecht geworden, dass er dann fast allen Traffic, so es irgendwie ging, übers Wireless Mesh geschoben hat. Das hat dann funktioniert, war aber nicht die schnellste Lösung. Als wir dann das VPN wieder für alle aktiv hatten, ging es dann wieder. Das ging genau für Daten jetzt direkt über das Mesh, so direkt über die Hardware-Ebene. Also es liegt das nächste drauf. Wie meinst du? Also auf dem Mesh liegt direkt das Batman-Protokoll. Das was? Batman liegt direkt sozusagen da drauf. Und da, auf dem Mesh. Ja. Also ich meine, ist das Mesh im Sinne von Ad-Hoc-Kommunikation der Router. Ja, da liegt direkt das Batman drauf, was zwischen den einzelnen Router verhandelt, wo die Pakete durchgehen. Denn das macht ja das Routing für die Pakete. Also ich dachte, das Batman liegt nochmal in einem VPN drin. Nein. Ah, okay. Also du musst jetzt unterscheiden. Das Batman liegt auf den einzelnen Routern und verbindet sich über die Wireless-Schnittstelle und über die VPN-Schnittstelle zum Supernode hin. Okay. Das heißt, ja, das ist im Prinzip schon fast das richtige Bild. Wir haben halt den Fast-D-Tunnel zwischen Supernode und Router und dann wird im Batman-Protokoll einfach gesagt, du sprichst mal auf Wireless 0 oder Radio 0, wie es halt gerade heißt, je nach Router, und auf Tab 0, was dann das Fast-D-Interface ist. Dann guckt es irgendwie, bin ich über das VPN irgendwie besser oder genau, über die Wireless-Schnittstelle besser. Und in dem Augenblick, wo du jetzt die VPN-Verbindung wegbricht, weil dein Internet-Provider Probleme hat, Kabel gezogen oder so, dann entscheidet er sich halt, okay, ich merke, da kriege ich nichts mehr drüber über die Route, jetzt suche ich mir mal eine neue und dann guckt er, welche ist die beste übers Mesh und schubst die Sachen dann da drüber. Wie viel Overhead generieren die Probes? Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Je größer das Netz, desto schlimmer wird das, weil halt jeder Einzelne an alle sendet. Dadurch skaliert das ein bisschen schlecht. Ich sage mal, man will keine Mesh-Größen über 500 Router haben. Ja. Diese Umschaltung von Mesh auf das Schulnetzwerk, wie schnell geht das? Geht das innerhalb von Sekunden oder dauert das eine Weile, ja, dass man erstmal eine Tabelle aufbauen? Das geht innerhalb von Sekunden. Also, ich glaub, man merkt das nicht unbedingt. Wenn man gerade im Begriff ist, eine Webseite zu laden, dann kann man das merken. Wenn man irgendwie YouTube guckt oder so, das ist ja leicht gepuffert, dann kriegt man es in der Regel gar nicht mit. Also bei einigen Echtzeitsachen kann es halt auffallen, ja, aber das kann halt sein, dass man da mal eine 2-Sekunden-Lücke hat und dann ist es aber wieder da. Also wenn man so normal surft oder irgendwie WhatsApp macht oder so, dann fällt es nicht ins Gewicht. Ja,
Wie oft wird denn da ausgehandelt und neu entschieden? Das muss ja dann extrem oft passieren. Ständig. Also ich kann das genau Intervall nicht sagen, aber ständig. Wieso ist das ein Fehler? Ja, weil du doch irgendwie davon ausgehen kannst, dass die Router, die aber stehen, die bewegen sich nicht, wenn du einmal das vor allem in der Router. Ja, die bewegen sich nicht, aber die können, erstens können die Router jederzeit ausgehen. Zweitens mal können die Internetverbindungen jederzeit wegbrechen oder einfach so stark überlastet sein, dass da nichts mehr durchgeht. Und theoretisch können sie sich ja auch bewegen. Ja, gut, aber also ich meine, wenn man sich überlegt, wie kriegt man so ein Mesh-Netzwerk dann vielleicht, wie könnte das größer werden? Also, okay, also wenn ihr sagt, okay, das wird 500, ist uns in Ordnung und wir machen dann immer neue Firmware. Nein, das ist natürlich jetzt so der Workaround mit dem, wir splitten immer mal wieder. Auf lange Sicht will man Unterschied schaffen zwischen der Wolke vor Ort und dem VPN-Tunnel, dass man sagt, wir sprechen Mesh wie bis jetzt in den Wolken vor Ort und routen dann durchs VPN durch. Aber das ist halt noch in Entwicklung. Es werden auch noch zwei andere Mesh-Protokolle getestet. Also Batman ist ja nicht das Einzige, was es gibt. Es gab vorher schon eins, OLSR. Das war, damals hat man gesagt, boah, das ist schlecht, jetzt machen wir mal Batman, damit wird alles gut. Und jetzt haben wir schon wieder zwei andere am entwickeln. Ja. Ist halt so. Ja. Wie ist die Ausfallsicherheit? Also gibt es irgendwie einen Vorteil, wenn jetzt hardcoded quasi in der Config ja im Supernode steht von meinem Router, wenn der jetzt tatsächlich ausfällt? Wenn der eine ausfällt, verbindet er sich mit dem anderen. Und in größeren Domänen, also das Ruhrgebiet, das hatte teilweise, ich glaube, 12, 14 Supernodes stehen. Das heißt, wenn der eine ausgefallen ist oder wenn zwei ausgefallen sind, dann hat er sich halt mit einem von den anderen verbunden. Bei uns sind es aktuell nur zwei, weil sie relativ leistungsfähig sind. Also das Ruhrgebiet hatte teilweise noch irgendwo gemietete V-Server. Ist vielleicht doof, wenn eigentlich das Limitierende immer die Netzwerkschnittstelle ist, und man dann V-Server hat, wo 100 Mbit gehen. Jetzt haben die Bleche, glaube ich, eine Gbit-Anbindung und ja, passt. Ja, sieht dünn aus an Fragen. Ja. Ah. Du hast ja gerade schon erzählt, irgendwie seit noch anderen Routing-Protokollen überlegen, was ist so der allgemeine Zukunftsplan, wo sind die Baustellen, die so noch. Also das mit den neuen Routing-Protokollen, das ist jetzt nicht unser Plan irgendwie als Fichtenfunk, sondern das kommt sozusagen aus der Ecke, wo Gluon entwickelt wird. Also das ist ja vor allen Dingen von der Lübecker Community ausgegangen. Und ja, für die Zukunft immer mal ein paar neue Router unterstützen, natürlich so diese Kleinigkeiten, ein paar Features, dann überlegen sie, kann man was Schlaues mit den USB-Ports an den Routern machen, kann man sehen, dass man den Durchsatz erhöht, ersetzt man vielleicht FastD mal durch ein anderes Tunnelprotokoll, denn momentan werden die DSL-Leitungen ja glücklicherweise hier und da mal schneller und wenn man da natürlich einen Router mit irgendeinem Ärmchen drauf an die Leitung hängt, dann ist der Prozessor vom Router so ein bisschen der Flaschenhals. Wie viel kriegt der eigentlich verschlüsselt und durch den VPN-Tunnel? Das heißt, mit so einem 841er, den viele wahrscheinlich schon mal gesehen haben, die 20 Euro weiße Plastikkiste, da gehen dann 8, 9 Mbit da durch. Das ist Feierabend, und dann kann man sich einen 1043er hinstellen, da gehen dann 12 Mbit durch. Und dann stellt man sich einen 4900er hin, der wird nicht mehr produziert und bei eBay für Preise gehandelt, das ist nicht mehr anständig. Der macht dann 20 Mbit. Oder man stellt sich halt einen X86 Offloader hin und schaufelt so viel durch, wie die Leitung hergibt und die Supernodes. Aber ja, das sind halt alles so kleine Stellschrauben, an denen man was machen kann. Das größte Problem ist halt momentan, wie kommt man klar mit dem Broadcast-Traffic und den Sachen, die das Netz lahmlegen und wie filtert man das aus und kriegt ein bisschen den Footprint und den Overhead kleiner. Ich denke mal, so in einem Dreivierteljahr tut sich da was. Und da sind Leute dran, aber dauert halt. Da haben auch schon Leute Alpha-Versionen von Firmware gebacken, wo sie ganz neue Ansätze testen. Aber das ist halt noch ein bisschen entfernt vom Stable. Ist das reine Hobby-Geschichte oder gibt es auch irgendwelche Leute, die da... Alles Freizeit und Hobby. Okay. Da verdient keiner Geld von denen, die da entwickeln. Also nicht damit. Ja. Wie oft sendet der Freifunkrouter seine Informationen, wie zum Beispiel da die GPS-Position oder sowas, wenn du sagst, irgendwie was mit Bewegung ginge, auch theoretisch? Minütlich in der Regel. Und unser Mesh-Viewer sammelt, wenn er denn funktioniert, minütlich die Informationen ein. Und das heißt, es basteln auch Leute an einem Projekt, das
auf den Routern GPSD unterstützt wird und dass man entweder auf einem seriellen Port oder per USB ein GPS-Device anschließt und dann zum Beispiel mit Akku-Pack im Rucksack oder am Auto oder wie auch immer unterwegs sein kann und den Router dann ständig mit neuen Koordinaten in der Map sieht. Wir sind auch schon mit Routern und Akku-Pack irgendwie durch die Stadt spaziert, am Verkaufsoffenen oder so, und haben wir dann irgendwo an einem Stand hingestellt und entsprechend gemesht, das funktioniert. Ich sag mal, so bis 5 Stundenkilometer oder so, also irgendwo im Schritttempobereich ist das okay. Denn ansonsten wird es dann schwierig, wenn du eine Anfrage schickst und die geht über den einen Ablenkhop raus, dann kommt die Antwort und du hängst schon wieder am anderen Ablenkhop, dann wird das schwierig. Manchmal sieht man ja auf der Karte, wenn Leute vergessen, ihre Geolocation zu ändern. Genau, wenn einer seine Geolocation irgendwie noch auf der alten hat oder beim Einrichten oder wie auch immer und der Router steht aber gerade neben einem anderen und mescht mit dem, dann gehen die Meshstrecken einmal quer über die Karte. Ich habe auch irgendwann mal irgendwie Länge und Breite vertauscht versehentlich. Dann stand der irgendwo im Schwarzen Meer oder so. Ja. Das ist der Klassiker. Kann schon mal passieren, ne? Hm? Indischer Ozean. Ja, oder sowas. Genau. Weil die Person wieder treffen ist und Piraten hohen lauter Router hängen und du ja. Siehst die Mächt durch ganz NRW. Genau. Ja. Kann man auch, weißt du, ob man mit Pi oder mit Pi 2 sinnvoll so ein Opto oder. Ja, das ist die Standardfrage, die kommt so einmal in der Woche im Freifunkforum, weil die Kisten halt schön billig sind und jeder hat die mal gekauft und hat sie jetzt rumliegen, weil man da nichts Sinnvolles mitmachen kann. Und das trifft halt auf Freifunk auch zu, weil ich sage ja, Flaschenhals ist in der Regel die CPU und der zweite Flaschenhals, den wir haben, sind eine Netzwerkschnittstelle und der Pi ist eigentlich für seine schlechte Netzwerkimplementation bekannt und die schwache CPU. Insofern, ja. Aber CPU jetzt besser ist, durch den Pi 2. Der 2er hat jetzt die bessere CPU, aber die Netzwerkschnittstelle, die da am USB-Hub dran hängt und dann ja, ist spätestens bei 30 Mbit Schluss, wobei man ja überlegen muss, die Daten müssen rein in die Kiste und die müssen wieder raus aus der Kiste. Dann kannst du halbieren und dann geht da 15 Mbit durch und der normale Router liefert dann 12. Bringt es nicht so. Ja. Gibt es da irgendeine empfehlenswerte Hardware, die bekannt ist? Alles an x86-Hardware. Wer den Strom selber bezahlen muss, muss halt gucken, dass stromsparend ist. Ein olles Laptop oder so, wo das Display kaputt ist zum Beispiel. Ansonsten, wir haben Images für verschiedene Virtualisierungsumgebungen, für KVM, für VirtualBox. Wir haben in einigen Images die Treiber drin für die Virt.io-Devices. Das heißt, Leute, die sowieso irgendwie einen dicken Hypervisor laufen haben, könnte auch eben noch eine VM machen, wo ein Offloader drin läuft und sich das dann per durchgereichten Schnittstellen oder VLANs da reinschaufeln. Oh ja, VLAN-Spieler, immer schön. Ja. Die meisten Freifunkrouter unterstützen sogar manuell konfiguriert VLANs. Wenn das einer von euch macht, nehmt VLAN-Nummern unter 7. Die billigen Nummern, die können nur bis 7. Und dann wundert ihr euch, wenn ihr VLAN 1337 macht und nichts funktioniert, ne? Jetzt gehabt die Tage bei jemandem, deswegen nur so der Hinweis. Was mich ja noch interessieren würde, wäre so die Variation jetzt eher im Bereich der größeren Kisten. Man hat noch Platz auf so einer Kiste, kann man irgendwie so den Freifunk noch auf die Kiste mit draufschaufeln, ohne die eigene Funktion noch so zu stören? Du meinst, du hast irgendwo sowieso einen Hypervisor stehen oder so? Jeweils einfach mal von den schönen Telefongeräten, von den etwas größeren aus. Ach so. Hast noch ein bisschen Platz. Prinzipiell. Auch WRT noch mit dabei zu packen. Wenn du wahnsinnig bist, ja. Also, man kann das machen. Wir kommen ja von OpenWRT. Was man braucht, ist halt, man muss sich ein Batman-Paket in der richtigen Version da drauf klatschen. Man muss sich ein FastD-Paket in der richtigen Version da drauf packen. Man sollte sich ein Alfred-Paket bauen. Das klappt sowieso fast nie. Man muss dann sehen, dass man das Routing der einzelnen Dinger ordentlich verknüpft. Zwei virtuelle WLAN-Interfaces anlegen und gib ihn. Kann man machen. Man kann sich das auch auf x86 alles selber bauen, aber es bereitet halt Schmerzen. Also ich würde es nicht machen. Ja, wenn ich jetzt irgendwann mal so von meinem Fall aus, ich habe zu Hause so gesehen drei Router rumstehen. Ja.
wo eh schon irgend so eine Art Gastnetz drauf läuft. Das wäre so sind die Variante gewesen, einfach stattdessen das Ding auf Freifunk umzumodeln. Ja, das wäre schön. Geht im Moment nicht. Die einzige Variante, die wir haben, um so ein bisschen Routersparen zu ermöglichen, ist die andersrum, dass wir sagen können, unsere Router sprechen mittlerweile parallel noch privates WLAN. Das heißt, man kann sagen, wenn man irgendwo einen Access Point hat, ersetzt man den durch einen Freifunkrouter und lässt den auch das private WLAN, also ein verschlüsseltes WPA2 WLAN noch aussenden. Das können wir und das ist auch über das grafische Interface zu konfigurieren. Das ist halt aber wieder das Problem mit der VLAN-Spielerei. Das komplette Gastnetz ist wieder auf dem eigenen VLAN, ist so gesehen, also auch über Netzwerk gespreadet, sodass ich da eigentlich nur Kabel rein und alles andere geht. Ja, du kannst die Freifunkroute halt auch ins VLAN reinhängen. Da musst du halt einmal per SSH drauf und kannst die Interface entsprechend schubsen. Jo. Das private WLAN läuft dann nicht über den Freifunktunnel? Nein, das private WLAN läuft nicht über den Freifunktunnel, sondern der Sinn ist halt, dass man auf seine Drucker-Netzwerkfestplatten an den Rechner zugreifen kann. Das forwardet einfach nur den WAN-Port, mit dem man ja sowieso in der Regel am Router hängt, weil darüber der Fast-D-Tunnel aufgebaut wird. Was momentan so ein bisschen diskutiert wird und vielleicht auch irgendwann mal wer entwickelt, dass man privates WLAN machen kann, was übers Freifunk reingeht und dazwischen NAT macht. Also für Leute, die, sagen wir mal, kein Internet haben, das Internet kommt über den Freifunkrouter auf der Fensterbank rein. Für die ist natürlich doof, jetzt Netzwerkdrucker und Co. und Fernseher direkt ins Freifunk zu hängen. Und da ist, also für uns ist das cool, aber für die ist das halt nicht so cool. Und da ist dann die Überlegung, jetzt müsste man halt an kleinen Port da nochmal einen Router hängen, der dann nattet und entsprechend ein WLAN aufschmeißt. Da ist man am Überlegen, momentan die Funktion mal einzubauen, so in der übernächsten Version. Dass wenn man sich dann da seinen Drucker im Netz ausgesucht hat, den dann auch physikalisch zu finden, wo man dann seine Papiere abholen kann. Nein, aber das hätte was. Du kannst ja vor deinen 500-seitigen Ausdruck irgendwie ein Blatt machen, wo nette Grüße draufstehen und die Adresse, wo die Leute das hinschicken sollen, dann brauchst du nicht mal aufstehen. Gibt es eigentlich irgendwelche Freifunk-internen Dienste? Jo, bei uns jetzt noch nicht so, aber anderswo gibt es das. Lübeck, mal wieder Vorreiter wie überall, die haben irgendwie von Blogs über Webcams und so weiter alles Mögliche an internen Dienste. Vielleicht kann ich den einen oder anderen motivieren, internen Dienst auf die Beine zu stellen. Das ist gar nicht so schwierig. Im Prinzip, jeder Freifunkrouter hat ja irgendwie einen blauen und vier gelbe Ports oder so, die meisten zumindest. Über den blauen geht man ans Netzwerk dran, die gelben schmeißen sozusagen das Client-WLAN als LAN raus. Das heißt, ich kann da irgendeinen Rechner anbraten und hänge dann im Freifunk. Und im Prinzip ist das schon mal ein guter Ansatz. Man hängt da irgendwie sein Raspberry oder sonst was, wo der Dienst drauf läuft, dran, bekommt eine IPv6-Adresse, die ist öffentlich. Und die ändert sich ja auch in der Regel nicht. Und über die kann man dann schon von verschiedenen Ecken des Netzes drauf zugreifen. Und wenn man dann bei den Admins ganz lieb nachfragt, kriegt man auch eine statische V4-Adresse, die man da drauf packen darf. Und kann sich dann ja auch einfach klassisch irgendwo eine Domain nehmen, DNS-Eintrag machen und fertig. Aber ist dann auch extern erreichbar? Die ist nur intern dann in, also die V4 ist dann nur im Fichtenfunk erreichbar. Die V6 ist von allen V6-Anschlüssen erreichbar. Da könnte man überlegen, ob man an irgendeiner Stelle im Freifunk noch so einen NAT mit Load Balancer hinstellt, der dann von einer externen V4-Adresse auf die verschiedenen internen festen V4-Adressen Dienste packt. Könnte man ja mit einem Pound realisieren. Vielleicht hat einer Lust, ansonsten muss ich mal machen, wenn ich wieder Zeit habe. Ja, jo. Aber gibt es doch bestimmt auch einen eigenen DNS, oder nicht, wo man dann Freifunkadressen und sowas machen könnte. Gab es. Sprechen wir nachher drüber. Ich glaube, eine grundsätzliche Frage ja. Ist weg von der Technik. Also ich überlege, und ich würde mir auch gerne einen Router zulegen, wie das jetzt neu dabei. Ja. Und du hast die Gefahr, dass man irgendwie einen Einschalten bekommt vom Anwalt, wegen Zugang und so. Da kann man sagen, das ist überhaupt kein Thema mehr. Oder das ist da überhaupt kein Thema wegen hier. So, hatte ich ja ganz am Anfang erklärt. Wir gehen ja nicht direkt ins Internet rein, sondern wir gehen über den
Also, wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. Wir schicken unsere Daten ja durch den Freifunktunnel, das heißt, die laufen hier unlesbar durch bis zum Server des Freifunk Rheinland und der weiß nicht so richtig, von wem sie kommen. Und der schickt die dann mit seiner IP-Adresse in dieses Internet und an die Server. Das heißt, wenn irgendwo in einem Log auftaucht, eine IP-Adresse, die was angefragt hat, dann ist das immer diese IP-Adresse vom Freifunk Rheinland. Ah, ja. Und das heißt, wenn irgendwo Post kommt, dann kommt die dahin. Aber es gibt diesen netten Nebeneffekt, dass mittlerweile jeder von den Leuten in der Abmahnbranche den Freifunk ganz gut kennt. Wir kriegen einfach keine Post, die haben keinen Bock mehr auf uns. Ja. Die haben einfach die Schnauze voll auf gut Deutsch. Wie? Wie ist das jetzt eigentlich mit dieses doofe neue WLAN-Gesetz? Ja, dieses WLAN-Erleichterungs-Erschwerungsgesetz. Ja, was machen wir? Nix. Tatsache ist, es gibt zwei Gesetze, die sich so ein bisschen mit diesem Internet da befassen. Das eine ist das Telemediengesetz, das andere ist das Telekommunikationsgesetz. Und anpassen wollen sie, jetzt nagel mich nicht drauf fest, ist ein paar Tage her, aber ich meine, gerade wollen sie anpassen das Telemediengesetz. Und im Telemediengesetz steht oben, ich kann den Paragraph jetzt nicht mehr aus dem Kopf und den Absatz, steht aber der Anwendungsbereich drin definiert. Und der andere Anwendungsbereich sagt, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, es geht uns um Leute, die irgendwo WordPress-Blogs machen, Dateisharing-Dienst und so weiter. Also um Content-Provider, aber nicht um Access-Provider. Also es geht uns um Leute, die irgendwo Zeug hosten, aber nicht um Leute, die irgendwo Internetzugang zur Verfügung stellen. Und wir sind Access Provider und insofern, die können das ruhig anpassen, das Gesetz, solange sie den Anwendungsbereich nicht anpassen. Access-Anbieter wie Cafés und so weiter, wo sie irgendwie ein paar Sachen reinschmuggeln wollen. Ja, jetzt wollen sie ein. Ausweiskontrollen, sowas. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, wurde diverse Male bei der .NET-Politik irgendwie auch diskutiert. Ja. Vielleicht ein Hinweis, es gibt verschiedene Freifunkmodelle in Deutschland. Einmal das Modell, das Freifunk Rheinland fährt, wo Freifunk Rheinland ISP ist. Und dann gibt es dort das Modell, das ist in Berlin sehr verbreitet, dass man dort, ja früher ging man glaube ich nach Schweden über den Tunnel, inzwischen geht man einfach ins Internet. Mhm. Und da sehen die Risiken dann etwas anders aus. Ich betrachte meinen Router, meinen Freifunkrouter eigentlich so als eine Zweidrahtleitung zu einem Rechner von meinem ISP, beziehungsweise einem externalisierten Anschluss meines ISPs. Jetzt datentechnisch ist der da unten beim, wo der Freifunk Rheinland gehostet hat, geht aber eben zufällig dann bei mir auch mal kommen. Ob die Betrachtungsweise richtig ist, weiß ich nicht, aber. Nee, wie der ausschaut, ist mir schon halbwegs klar, nur ich war halt irgendwie, also kann natürlich sein, dass sie den Berliner Fall eher im Blick haben. Ja, also das Problem ist halt immer, wir haben unterschiedliche Modelle und man redet natürlich über das, was die größten Risiken birgt, ist ja klar, alles andere ist langweilig. Und die größten Risiken bergen so Sachen wie, ich schicke den Traffic direkt ins Internet. Klar, dann hat jeder meine IP. Und dann so die Zone, die immer diskutiert wird, ob das denn okay ist, sind die Schwedentunnel, weil man geht ja ins Ausland und versucht dadurch deutsches Recht zu umgehen. Aber bei uns, wir arbeiten mit deutschen Exit-IPs und über einen deutschen Verein, der Provider ist. Insofern, wenn es dann Stress gibt, kriegt der Verein mal wieder Stress. Und dann dürfen die eine Runde klagen. Also, wenn es jemand mal einen User treffen sollte, hat der Verein ja dafür. Genau, die haben eine Kriegskasse. Und ich sag mal so: Wir haben mittlerweile in NRW auch relativ gute Rückendeckung, weil ein Großteil der Städte mitmachen, einige Landkreise machen direkt mit und stellen, also sagen nicht nur ihr dürft, sondern stellen selber Freifunk bei sich auf. Der Märkische Kreis macht das. Stadt Iserlohn macht das, Stadt Kirspe macht das, Stadt Lüdenscheid macht das, keine Ahnung, noch ein Haufen. Kirchenbach, genau. Da ist halt überall was los und
Ja, können Sie ja mal versuchen, so das halbe Land an Städten und Kommunen und Kreisen zu verklagen für Internet anbieten. Zumal die EU irgendwo eine Empfehlung stehen hat nach dem Motto, es ist freie und Netze ohne Zugangshürde sind doch sehr zu fördern im Sinne der demokratischen Entwicklung und Bürgerbeteiligung, Inklusion. Also jetzt auch nur sinngemäß und nicht wortwörtlich. Aber da gibt es so eine Empfehlung und ja, notfalls müssen wir halt als Deutschland mal der EU folgen. Können wir nichts machen. Genau, das Land NRW hat irgendwo im, weiß nicht, Sommer, Frühling, irgendwann da kam die frohe Botschaft, ach ja, wir finden das cool, ihr dürft überall Freifunk machen auf Landesgebäuden. Im Landtag steht auch Freifunk rum in Düsseldorf. Stadt Arnsberg war eine der ersten Städte, die das ganz groß machen. Das DRK findet Freifunk ganz toll und lässt sich das in diverse Flüchtlingsheime installieren. Die Ordnungsämter diverser Städte finden das ganz toll. Die Caritas freut sich riesig. Ja, wie gesagt, ich hatte es schon mal zwischendurch angerissen. Fichtenfunk versorgt momentan irgendwie über den Daumen 15 Flüchtlingsheime. Ich würde mal schätzen, irgendwas allein um die 800 oder 1000 Flüchtlinge. Ist schon. Ich denke, weit über 1000. Ja. Burbach 600, 700. Gut, Burbach 600, an der Uni 150, in Iserlohn ist eine größere mit 150, in Gummersbach ist eine große und dann haben wir noch einen Haufen mittlere und kleinere. Also wahrscheinlich sind wir schon bei 1200 oder so. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, ist aber durchaus erwünscht von Freifunk, dass man auch einfach sich den zu Hause hinstellt. Ja, sicher. Also einfach vor der Haustür, das ist genau. Es gibt keine Standorte, wo das nicht hingehört. Es gibt keine falschen Standorte oder so. Man kann eigentlich immer so ein Ding hinstellen. Schön ist natürlich, wenn man ihn so aufstellt, dass er auch aus dem Haus rauskommt. Also wenn man ihn nicht gerade irgendwie zwischen Kühl- und Gefrierschrank stellt, die Blechkisten schirmen immer ganz gut ab. Aber wenn man sagt, okay, ich habe da irgendwie oben auf dem Dachboden so ein Fenster, da interessiert das mich nicht, dann tackere ich den einfach mal direkt auf die Fensterbank und dann strahlt er da schön ab in die Umgebung. Das ist eine feine Sache. Also wir machen das in Iserlohn zum Beispiel, da haben das sowohl Geschäftsinhaber als auch Privatleute in ihren Fenstern, um die Innenstadt abzudecken. Das war ganz schön. Dann kann man da, wenn man im Café sitzt oder so, surfen. Ja. Die ISPs finden das ja nicht so toll. Gibt es da inzwischen mal Bewegungen, dass sie irgendwie auch dagegen vorgehen? Oder? Die ISPs, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, in meinem letzten Vortrag ist aber egal. Also früher hatte die ISPs ja so 15-seitige Nutzungsbedingungen. Die sind ihnen dann gnadenlos zusammengeklagt worden. Mittlerweile sind die Nutzungsbedingungen der ISPs immer so was 1, 2, 2,5 Seiten gut lesbar. Ich habe mir angeguckt vor einer Weile so die größten und wichtigsten, also Telekom, Unity Media, Vodafone, weiß nicht, O2 oder so, habe ich mir auch noch angeguckt. Wie bitte? O2. Ja, O2 meine ich, hätte ich auch angeguckt. 1 und 1 auf jeden Fall noch. Also die sind ja auch gleichzeitig GMX und so, United Internet. Bei allen außer 1 und 1 steht drin, ihr dürft das Internet nicht gegen Geld verteilen. Ansonsten dürft ihr. Und bei 1 und 1 steht nicht mal dazu was drin, da darfst du einfach verteilen. Und bei Unity Media steht in der Abwandlung, ihr dürft das Internet nicht gegen Geld verteilen, außer ihr habt eine schriftliche Genehmigung von uns, was im Prinzip dasselbe heißt. Und was bei den meisten drin steht, die Internetanschlüsse dürfen nicht auf einen Namen gemietet werden, um sie dann ausschließlich jemandem anderen zur Nutzung zu überlassen. Also nicht, dass ich, was weiß ich, irgendwo einen Internetanschluss buche für jemanden ganz anders, weil der schlechte Schufa-Auskunft hat oder was auch immer. Wenn ich aber meinen privaten Internetanschluss für mich buche und davon was abgebe, dann darf ich das. Es gab ja immer Zeiten, da hat gerade die Telekom gerne gesagt, na, ein Router, da darf auch nur ein Computer dran und da hatten die Router auch nur einen LAN-Port und alle haben dann Switch dahinter gehängt und das war laut Nutzungsbedingungen nicht legal und du solltest immer noch 2 Euro bezahlen pro Mitbenutzer, so fix. Da gab es diese vierstellige Nummer, du hattest immer eine 001 an deiner Kennung und du solltest dir noch eine 002, 003 und so weiterholen. Da guckt kein Mensch nach und mittlerweile steht es auch nicht mehr in den Bedingungen, weil dann auch heißt, ihr könnt den Leuten nicht vorschreiben, was sie über ihre Internetleitung machen. Das ist wettbewerbsmäßig nicht drin. Da ist eine Meldung. Ah,
Also ich wollte noch ergänzen, wenn man zu Hause so eine Route hat und man hat das Glück oder man möchte es mit jemand anderes und zu Hause das Netzwerk außen hat, würde ich dir was auch nicht sicher. Ja, also absolut. Ich habe es sogar geschafft, darüber IP zu telefonieren, als mein Netz zu Hause kaputt war. Also ich kann dazu sagen, ich bin in der glücklichen Lage gewesen, vor 2,5 Wochen VDSL zu kriegen. Das war aber auch die unglückliche Lage, dass dann erstmal das Internet aus war, weil musste die ganze Technik auswechseln. Und ich habe mich natürlich vorher schlau gemacht und habe mir ein schönes VDSL und Vectoring-taugliches Modem gekauft für ein teures Geld und das Monate vorher bei Amazon bestellt und alles toll. Ja, und dann ging das trotzdem nicht und stellt sich raus, ja, das braucht eine andere Firmware. Und das muss man natürlich erstmal im Internet rauskriegen und die musst du runterladen. Ohne dieses Internet schwierig, aber ich hatte 8 Mbit Freifunkanliegen, selbst bei mir im Keller gar kein Problem, weil eine Richtantenne am Dach, die mit jemandem anders mescht und dann entsprechend im Haus verkabelt, alles gut. Also das ist eine feine Sache, wenn man erstmal ein größeres Mesh hat von Routern, die sich vernetzen mit unterschiedlichen Internetzugängen, also zum Beispiel 1&1 ist oft über Vodafone technisch realisiert. Und dann hat man noch Telekom und dann hat man noch die Kabelanbieter wie Unity Media. Fällt mal einer aus. Hier in Siegen kennt man sich damit aus, was es heißt, wenn die Telekom Feuerchen in der Hütte hat. mein 1&1-Anschluss lief da noch und da können dann andere von profitieren und umgekehrt. Ich weiß nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Macht einfach. Ich will nur kurz noch klarstellen, irgendwie, dass das die Diskussion, die ich mitbekommen hatte, sonst tatsächlich hauptsächlich von Klaus gerade erwähnte, was die Berliner da fahren. Ja, also, okay. Ja. Ja, ich wollte eigentlich noch ISP-Bashing betreiben, bei Unity Media haben sie jetzt so schöne Verträge, wo man WLAN einen Router kriegt, der WLAN-fähig ist, aber 5 Euro zahlen soll, um das zu aktivieren. Genau. Sie tun auch jedes Mal, also man kann es theoretisch in der Firma auch aktivieren, aber sie tun jedes Mal, wenn sie neu starten, ein Update fahren, sodass wieder die Deaktivierung... Hatten wir eine gemeinnützige Einrichtung in Iserlohn, die genau so ein Ding hatte. Die kriegt eine schöne Fritzbox hingestellt von Unity Media, Fritzbox Cable, die kosten ja schon ein bisschen. Und das Ding hat keine DHCP-Adressen vergeben, sondern nur gesagt, so ein Endgerät da dran und mehr nicht. Und das hat auch kein WLAN rausgespuckt. Und du kannst dann bei Unity Media 5 Euro mehr bezahlen für das eine und 5 Euro mehr für das andere. Und wir haben den Freifunk-Router hingestellt, der hat dann ein ordentliches Netzwerk aufgeschmissen und Feierabend. Da war eine Meldung, da war eine Meldung. Ja, vielleicht, wie sehr taucht auf dem Radar von Firmen auf? Also gerade so Routerhersteller oder sowas. Ich stelle mir das immer ganz platt so vor, weil da eine coole Funktion in die Fritzbox mit einem Häkchen kommen in der Webinterface, oh, Freifunk aktivieren. Ja, ist unterschiedlich. Also Fritzboxen sind für uns erstmal schwierig. Die müssten die Firmware selber entwickeln, aber die Fritzboxen sind erstmal die Treiber, die da irgendwo im Ansatz Open Source existieren, die können eine Sache nicht, die wir dringend brauchen, da scheitert es bei vielen Routern dran, wir müssen 2 WLANs auf einem Interface sprechen können. Wir müssen immer Client und Mesh sprechen. Wir haben das Glück, dass TP-Link mal so ein Fail hatte, der dafür gesorgt hat, dass mittlerweile die Firmware halt alle mehr oder weniger öffentlich ist und es deswegen für jeden TP-Link-Router, der so kommt, auch ein ordentliches OpenWRT gibt und deswegen ja, ich würde mal sagen, 70-80% der Router, die Freifunk machen, sind TP-Link-Geräte. Und dementsprechend tauchen wir da auch auf dem Radar auf. Das heißt, wenn ich mal wieder 110-43er bestelle, ist das erstmal egal. Aber wenn die dann merken, dass sie zig Überseekontainer hier rüberschieben, ist das immer noch nicht viel. Die verkaufen in China viel mehr Router, als sie irgendwie an Freifunk weggehen. Aber der Europa Sales und Customer Relations Manager, da hat das schon mitgekriegt und die haben irgendwo mal gesagt, ihr könnt mal so ein paar Geräte von uns gesponsert haben, um da Unterstützung drauf zu machen. Also das kriegen die dann schon mit. Aber es gibt es noch nicht so, dass irgendwer seine Router verkauft und bewirbt, ja, hier One-Click-Freifunk-Einrichtung oder so. Denn dann hätten die auch ein scheiß Problem, wenn die das verkaufen. Dann müssen sie dafür garantieren, dass das funktioniert. Und wenn dann irgendwer sagt, ja, ich kann da jetzt gar nicht meine Freifunk-Community anklicken, denn die ist erst 2 Wochen vorher entstanden, dann gucken die halt traurig. Ja. Zu der Sache wäre da ein Problem, was ich ein bisschen sehe, ist eine Zersplitterung der Freifunk-Gemeinde. Ich lese die ein oder andere Mailingliste von auswärts mit. Und dann bin ich erstmal vom Stuhl gefahren, das kannte ich jetzt nicht.
Dort heißt das nicht Freifunk, das Netz, sondern das heißt dann Freifunk MYK oder Freifunk Baden oder. Das habe ich vorhin schon erklärt. Das habe ich vorhin schon erklärt, dass die ESSID früher als Freifunk so ganz lokal angefangen oder jeder. Für mich jetzt als User. Ja, das war mal so. Die früher hat jeder gesagt, ne, ah ja, hier meine Stadt, mein Freifunk so ungefähr, hat dann da Siegenpunkt oder wie auch immer gemacht oder als I-Punkt Freifunk und mittlerweile fahren aber die Communities eine einheitliche SSID. Tatsache ist natürlich, wie stellt man so ein Ding um? Erst muss man die Leute davon überzeugen, dass das gut ist, eine einheitliche zu fahren. Und dann muss man sagen, wie macht man es technisch? Man kann ja nicht einfach von heute auf morgen umstellen, dann fliegen alle Endgeräte raus, die bis jetzt noch die alte drin haben. Ich glaube, in Münster hat man es so gemacht, dass man einfach über Monate beide ausgestrahlt hat. Finde ich, ist eine ganz vernünftige Lösung. Man wird da immer wieder nachgefragt, nicht von den Leuten, die irgendwo zu Hause sitzen mit ihrem Freifunk, denen ist das egal, wie das heißt. Aber wenn dann das Stadtmarketing der Stadt XY kommt und die sagen, wir wollen aber Stadt XY, Stadtmarketing, super tolles freies WLAN. Und die, unser Logo drauf. Die wollen dann auch eine Splashpage, also ne, dass wenn du dich mit dem WLAN verbindest, da angezeigt wird, super tolle Stadt, Stadtmarketing, dieses WLAN, macht doch mal Urlaub bei uns. Und wenn du bei Bäckerei XY aufstellst, dann wollen die natürlich auch eine Splashpage und das WLAN muss aber heißen Bäckerei sowieso und könnt ihr was machen, dass nur unsere Kunden drauf zugreifen können. Ja, dann erklärst du den Leuten, dass das genau nicht das Ziel von Freifunk ist und meistens geht's dann. Aber wir haben immer wieder dieses typisch deutsche Problem, ja, was habe ich davon und ich gebe doch nichts für gratis an alle ab. Aber so typisch deutsch ist das nicht. Ich hatte das auch schon bei Leuten, die erst seit 8 Monaten in diesem Land sind und die dann mich auf schlechtem Deutsch fragten, ob wir da nicht irgendwie für sorgen könnten, dass die Nachbarn das nicht auch nutzen können. Dabei haben die selber gar keinen Uplink zur Verfügung gestellt, sondern die haben wir bei uns eingemischt. Und ich habe dann nur gesagt, wenn das so liefe und die Leute Kennwörter da reinmachen könnten, dann hättet ihr jetzt gar kein WLAN in eurer Dönerbude und dann war gut. Aber ja, erstmal sagen die Leute, das meins, das will ich mir schützen. Und man muss einfach mal von dem Gedanken wegkommen. Man nutzt sein Internet sowieso den meisten Tag nicht ordentlich. Und man kann ja auch die Bandbreite beschränken. Wenn man eine 16er Leitung hat, kann man ja sagen, ich gebe mal maximal 10 an Freifunk ab. Dann kann ich immer noch Mails abrufen und irgendwie Prime streamen oder so. Das ist eine sehr, sehr menschliche Neigung. Also ich beobachte das selbst bei uns in der Firma. Also wir haben den ersten Tag Open Source und von oben bis unten, von vorne bis hinten. Und auch da kommt immer mal wieder in den Gesprächen auch so, können wir das nicht für uns behalten? Ja, können wir. Ja. Aber wir nehmen auch so viel anderes und können das dann auch machen. Ja, das ist eine. Das ist so ein Reflex. Ja, aber das ist natürlich schade. Gerade wenn man irgendwo Open Source viel nutzt, dann kriegt man ja heutzutage gute Sachen für ganz wenig oder gar kein Geld. Und man profitiert davon und man findet dann mal einen Bug und dann gibt man den aber nicht an die Community zurück. Und wenn der Chef nur sagt, das hast du in deiner Arbeitszeit gefunden, dafür habe ich dich bezahlt, das kannst du jetzt nicht irgendwo publishen auf GitHub oder so. Und da muss man einfach mal appellieren und sagen, hör mal, du nutzt hier Software, die kostet dich sonst 30, 40, 50 oder 100.000 Euro und die wird nur dadurch besser, dass Leute da halt committen. Muss man den Leuten klar machen. Ja. Und das ist beim Freifunk hier genauso. Ist das normales Wissen. Das wissen, das ja. Wissen alle, die damit arbeiten. Aber es ist einfach so ein Reflex, der manchmal einfach noch so durchrutscht. Der dann doch genau. Ich sage den Leuten beim Freifunk immer, ja, wenn du irgendwo anders bist, du bist ja auch mal nicht zu Hause, sondern irgendwo anders, dann freust du dich auch, wenn du WLAN hast. Also ich habe ja auch immer noch keinen Datentarif und wenn mir irgendwann das Internet fehlt, stelle ich den Leuten halt einen Freifunk-Router hin. Ja, bei dem, was das kostet, der Datentarif, dann kann ich monatlich einen 841er verschenken gehen. Dann habe ich an allen Bushaltestellen, wo ich mich regelmäßig aufhalte und an allen Bahnhöfen und so, habe ich dann meinen WLAN. Und das funktioniert in einer Stadt auch schon ganz gut. Ja. Wie komme ich jetzt konkret an ein Gerät oder an eine Empfehlung und an die Software? Weil ich also, habe mit dem Benny in Gießen gesprochen. Ja. Also ich bin selber an der Nähe von Herborn. Ja. Und er sagt, ja, dann müsstest du einen eigenen Knoten machen, weil Gießen wäre zu weit weg. Nein, also wir haben. Augenblick, ja, es ist alles schon hier genau richtig. Ich suche gerade die Seite. So, wir haben für
Siegerland haben wir die Sieger in der Firmware. Für Gießen haben wir auch eine. Für alles, was dazwischen ist, haben wir die Dillenburger Firmware für Dillenburg und Umland. Das heißt, die Firmware gibt es bei uns auf der Seite. firmware.freifunk-mk.de ist aber auch bestimmt auf Siegerland verlinkt. Also, dass da überall immer mal MK drin steht, liegt einfach daran, dass ich da wegkomme und aus dem Sauerland und die Seite halt bei uns betreibt und da die Firmware draufpacke. Die ist aber halt auch mit für die Region hier. Also die eine Sache ist, wer sich das zutraut, kann einfach dahergehen, Router kaufen, Firmware drauf installieren, anschließen. Wenn man sagt, das ist mir aber zu heiß, dann fragt man einfach bei der Community hier nach. Also schreibt eine Mail oder spricht gleich einen von uns persönlich an. Ich glaube, der beste Mann dafür sitzt dort. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, und dann kann man so einen Router auch... Das sieht so nach einem Router aus. Dann machen wir den gleich mal fertig, ne? Ja, also das kriegen wir schon hin. Solange sie nicht untereinander mischen müssen, ist es, glaube ich, sogar völlig egal, ob man jetzt allen wirft, siegen oder sonst wo nimmt, der ganze Welt ein. Ich hoffe ja, dass es dann wächst in der Zeit. Ja, aber auf Dauer, es soll ja immer meschen und es soll ja auch auf der richtigen Karte am Ende auftauchen. Ne? Wenn wir jetzt auf der, was weiß ich, auf der Norderney-Karte gucken muss für ein Ruder irgendwo bei München, dann ist das ein bisschen doof. Ja. Da noch eine Frage. Wie gut skaliert das, wenn jetzt demnächst dann die Voraussandspalten wieder eingefüllt wird? Dann werden ja sicher viele Leute mehr zu Freifunk kommen. Ja, wie das skaliert, sagte ich ja schon, mehr als 500 Knoten wollen wir in einer Kollisionsdomäne nicht haben. Wir haben aber momentan in der Fichte so die Tage die 300 geknackt. Es stehen noch ein paar aus, die aus dem Ruhrgebiet umziehen müssen, hoffentlich automatisiert in der nächsten Zeit. It's done when it's done, kommentierte heute jemand so schön. Also dann sind wir wahrscheinlich irgendwo im Bereich 400 Knoten oder so. Aber wir haben ja vorbereitet, das Ganze auf bis zu 21 Teilstücke momentan runterzubrechen. Insofern denke ich, skaliert das ganz gut. Und wenn gar nichts mehr hilft, kann man auch diese Teilstücke nochmal in Teilstücke runterbrechen. Macht bei einigen Städten, wo was eingemeindet wurde, zum Beispiel Sinn, weil da einfach die geografische Trennung schon da ist. Um das jetzt nochmal weiter runterzubrechen, müsste man ja aber dann jeden Router nochmal flashen. Nein. Die Router fragen mit ihrer IPv6-Adresse halt stündlich am Update-Server an. Die IPv6-Adresse ist unique und kann ich aus einer MAC-Adresse berechnen und so weiter. Das heißt, ich gehe daher und schreibe einfach ganz dreckig die Lösung. Ich sage erstmal, keiner darf auf die Firmware-Upgrade zugreifen und gebe dann manuell eine Erlaubnis für alle, die dürfen. Beziehungsweise gibt den Redirect mit auf ein anderes Verzeichnis. Das heißt, ich kann. Die Koordinaten, beziehungsweise der Name sagt ja, wo die stehen. Und das heißt, ich kann am Ende sagen, wenn ich im Siegerland nochmal irgendwie Burbach oder so absplitten will, dann sage ich allen Burbacher Routern so: Du biegst jetzt kurz vom Firmware Directory ab auf das Burbacher Firmware Directory, zieht euch über Nacht mal euer Auto-Update und dann geht ihr auf die eigenen Supernodes. Also da muss dann keiner seinen Router mitbringen und da muss auch keiner von uns irgendwie nochmal 500 Stück abklappern. Das läuft. Weil es auch nur gut funktioniert, weil wir die Domäne dann selbst lernen. Genau, also jetzt Router, die schon in der Fichte sind, da können einfach die Admins, die haben die Build-Keys hinterlegt. Also es sind immer zwei Sachen, die wichtig sind. Erstens, die Router müssen halt an dem Update-Server von uns nachfragen, wo wir die Firmware drauf parken können. Und B, die Router müssen unsere Build-Keys akzeptieren, dass wir Firmware bauen, die Router dann auch hinterher annehmen und draufflashen. Und bei denen, die ja noch im Ruhrgebiet stehen, es sind weder unsere Update-Keys noch unsere Update-Server drin. Das heißt, da müssen erstmal die Jungs vom Ruhrgebiet eine Firmware bauen, die den Routern beibringt. Übrigens, die Update-Keys von den Fichten, von die sind okay und guck doch mal auf deren Update-Server vorbei. Und da warten wir im Moment drauf, damit die letzten paar auch noch rüberkommen. Ja, also der Moment ist dehnbar. Klingt also, als wären das Kandidaten für einen persönlichen Besuch. Ja, also da, wo es ernst ist, haben wir persönlich geflasht. Das kann man natürlich immer machen. Router in Config-Mode treten, auf die letzte Seite klicken, Firmware-File auswählen, 5 Minuten warten, fertig. Sind ja die Ruhrgebieter sind eh nicht so Fans von Updates, habe ich das Gefühl. Letztes Jahr war ja auch nicht so viel. Bei uns
Also wir haben auch ein bisschen anderes Nummernschema. Im Ruhrgebiet fährt man, glaube ich, momentan Version 0.7 oder sowas die Ecke. Und dann kam 0.71 und die Zusammenhänge waren nicht ganz so klar. Wir haben auf quasi Ubuntu-Nummernschema umgestellt. 15 fürs Jahr und 0.7 oder jetzt 0.9 für den Monat. Dann weiß jeder ungefähr, wo er dran ist. Und wenn dann eine zweite im Monat rauskommt, ein Bugfix-Release, dann kommt da nochmal ein Punkt und eine Ziffer hinter. Dadurch weiß man dann A, wie alt die ist und B, ob alles in Ordnung ist. Ist irgendwie ein bisschen übersichtlicher, dachten wir, haben wir dann halt mal so gemacht. Ja. Und sieht das nicht so nach Fragen aus? Dann kannst du den Stream ja totschlagen, außer da will noch einer was. Fragen aus dem Chat. Ist der Stream platt?